Joey, mir ist so warm. Hä? So, es ist heute gar nicht warm. Oh, es ist einfach richtig eklig und klebrig und warm. Klebst du nicht? Ich klebe nicht. Ich klebe überall. Du bist eine richtige Klebetante, ne? Ich bin so eine Klebetante gerade, wirklich. Und ich habe auch noch meine Haare offen gerade. Das ist einfach, das ist tot für mich. Krass. Ja. Also Leute, falls es ihr noch nicht mitbekommen habt, warum wir kleben, beziehungsweise Julia, wir sind auf Bali. Oh mein Gott. Ja, Mann, Leute, wenn ihr gerade diese Folge auf YouTube schaut, dann seht ihr im Hintergrund, absolut nicht das, was man erwarten würde, aber wenigstens eine Palme und ein Pool hier an meiner Seite. Sieht man da eine Palme bei man dir? Man sieht eine Palme. Das ist eine Yucca-Palme, das zählt nicht als Palme. Das ist eine Palme, was willst du denn jetzt schon aber wieder? Aber es ist schön, wir sind hier gerade bei mir zu Hause quasi in meiner Hood. Ich habe mich hier schon eingelebt die letzten Tage. Morgen fährst du zwar wieder, aber es ist deine Hut, ne? Nee, wir haben uns hier gerade breit gemacht in der kleinen Mini-Villa, wo wir wohnen, Wolfgang und ich. Eine Mini-Villa, die ist riesig. Es ist so geil hier, ey. Es ist so geil. Und ich bin hier reingekommen und dachte mir so, wow, das machst du also mit deinem YouTube-Money. Und das Ding ist, die hat so viel gekostet wie 2 Nächte in einem 3-Sterne-Hotel in Deutschland. Das ist halt echt krass, ja. Das ist halt so das Heftige an Indonesien. Kostet ja alles nix. Ja, das stimmt. Aber weißt du, was das Heftigste ist? Was denn? Wir nehmen das erste Mal diesen Podcast auf und sehen uns live, ne? Ja. Das muss richtig komisch sein, weil wir ganz woanders hingucken in der Kamera und alles. Und es ist auch super seltsam, mit dir zu reden und dich zu sehen wie einen normalen Menschen, der vor mir sitzt. Ich habe auch richtig Angst irgendwie, dass irgendwas hier nicht stimmt, weil ich höre dich nicht über meine Kopfhörer wie sonst. Und ich gucke dich so an und ich denke mir so, komisch, ich kann nicht alles wie ein 3D-Kino gerade. Ja, es ist gerade verrückt. Also Leute, heute gibt es hier so ein bisschen Hintergrundgeräusche, weil wir uns ja draußen befinden. Mhm. Heute gibt es so ein bisschen Jungle-Feelings. Ja, es könnte sein, dass hier mal so ein kleiner Affe durch die Gegend hüpft oder so eine Riesengrille von oben kommt, die jetzt gerade auch wieder lauter wird. Ja, also hört so, man sie? So alle 5 Minuten hört man diese Zikaden, heißen die. Zikaden, oh und das sorry. Sind quasi so gigantisch große Fliegen und die machen halt diese komischen Zirpgeräusche. Hast du die schon gesehen? Ich habe sie nämlich noch nicht gesehen. Also ich habe die noch nie in Real Life gesehen, aber ich kenne die schon sehr lange, weil in Australien gab es die auch richtig krank. Aber da hast du sie auch nicht in Real Life gesehen, nur gehört? Doch, da habe ich sie in Real Life gesehen. Findet man auch auf meinem Instagram-Account, wenn man richtig weit runterscrollt. Oh so da, Gott. Wo mein Account noch privat war, da habe ich Zikaden fotografiert. Hast du nicht auch diese Spinne, diese Riesenspinne da fotografiert? Und vor allem, als wir darüber geredet haben, also Leute, ihr erinnert euch vielleicht, ich habe über Sabrina geredet, die ich in Australien getötet habe, so die schlimmste Todeserfahrung meines Lebens. Und wirklich so, als ich den Podcast beendet habe mit dir, ist mir aufgefallen, dass ich einfach ein Foto davon gemacht hatte, was noch auf Instagram ist. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ihr könnt Sabrina noch lebendig angucken in meinem Podcast-Highlight. Das ist so schlimm einfach. Vor allem 5 Minuten später habe ich sie einfach richtig abartig getötet. Richtig ey. Abartig langsam getötet. Ey, aber macht irgendwie voll Spaß, so zu reden ja, auch. Ne? Ganz anders. Übrigens hat mir jemand geschrieben, keine Ahnung, ob es echt, also ob das so stimmt oder so, wirklich kein Plan. Aber angeblich spüren Spinnen keinen Schmerz, sondern wenn die sterben, dann checken die zwar, irgendwas stimmt nicht, aber es ist nicht so, dass die jetzt irgendwie krass leiden oder so. Das heißt. Ich glaube, die wollten dich nur beruhigen. Meinst du? Nee, ich weiß es nicht, aber wäre irgendwie auch süß, oder? Stell mal vor, jemand denkt sich das so aus und sagt dir einfach. Boy. Die Spinnen, die spüren eh nichts. Einfach, damit du kein schlechtes Gewissen mehr hast. Noch ein Follow-up, Julia. Oh mein Gott, oh mein nein, Gott. Ey, wir reden ja wahrscheinlich die ganze Zeit gar nicht über unseren Urlaub hier, ne? Aber, ey, ist dir schon so mir warm? Ist so warm, Joey. Ich komme gar nicht klar. Dieses Joey ist halt schon seit, wie lange bist du schon hier? Seit 4 Tagen? Seit oder so? Samstag bin ich hier und heute ist Dienst. Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Heute ist Boah, Mittwoch, krass. Ja. Und ich bin gestern Abend hier angekommen. Das heißt, es ist mein erster Tag hier und es ist halt noch was anderes, okay? Ich muss mich hier erstmal eingewöhnen. Das ist. Aber das Ding ist, ich bin halt eh so den ganzen Sommer schon so ein übelstes Grilled Chicken. Ich habe übelst braune Haut die ganze Zeit. Das stimmt. Und ich bin halt schon im. Grilled Chicken? Und ich bin halt schon Anfang Mai. Ja, du hast auch so Grillspuren überall. Wie von so einem Grill. Stell mal vor. Wäre voll. Da würde ich schon richtig lecker aussehen. Ich glaube nicht. Aber ich bin ja schon im Mai in Costa Rica gewesen. Ja, stimmt. Und da war ja auch übelst tropisch und so. Ich glaube, ich bin einfach irgendwie dran gewöhnt. Aber ich schwitze irgendwie generell nicht. Boah, das ist so ein also, Privileg einfach, wenn ich ne? so meine Wangen berühre, ist es so feucht, aber es läuft mir halt voll selten so ein Tropfen echt? Übers Gesicht. Boah, das passiert mir so schnell. Ja? Ich schwitze wirklich so schnell, echt doll. Vor allen Dingen in meinem Gesicht und es sieht immer richtig... Richtig schmandig aus. Richtig schmandig aus, ja. Das ist voll das...
voll nicht gut. Aber es macht doch voll was aus, ob du so einen Top hast mit ohne Ärmeln oder ein T-Shirt anhast, was so Ärmel hat. Dann würde ich auch jetzt schwitzen. Ja, das kann sein, aber ich habe ja so einen Armkomplex, deswegen kann ich keine Tops anziehen. Der Armkomplex. Ja, wirklich. Ja, macht man keine Witze drüber. Ist schon eine ernste Sache. Ne? Es ist halt wirklich eine ernste Sache. Oh Leute, das ist eigentlich voll unangenehm. Auch wirklich dumm, ich weiß das. Aber ich mag meine Arme halt nicht. Und deswegen, egal wie warm es ist, ich ziehe ein T-Shirt an. Ziehst du nie Tops an? So selten. Als ob wirklich deswegen? Ja, guck mal, die Zikaden finden das gerade auch schon richtig schlimm. Ja, die feiern das. Die kommen gerade, oh mein Gott. Die machen sich gerade lustig über dich. Ja, wirklich. Die denken, oh du Idiot. Ich weiß, ich bin auch ein Idiot. Okay, Leute, reicht doch jetzt. Ich glaube, so laut, wie wir das hören, hören die Leute das gar nicht. Okay, aber ich weiß es auch nicht. Vielleicht haben die ganzen Leute jetzt auch schon abgeschaltet, weil es ultra nervt. Denken die so, boah, Alter. Nee, aber ich weiß nicht. Ich mag einfach irgendwie, wie meine Arme aussehen nicht und deswegen bedecke ich die halt mit einem T-Shirt und dann fühle ich mich wohler. Aber ich habe eigentlich auch einen Armkomplex. Also hä, irgendwie, aber warum das denn? Also ich habe eigentlich so einen Armkomplex, dass ich mir, obwohl ich trainiere, nach so 2 Tagen nach dem Training komme ich mir vor, als hätte ich so alle meine Muskeln verloren, als hätte ich so Streichholzärmchen. Ich habe vorhin, ohne Spaß, als ich hier angekommen bin, habe ich vorhin wirklich noch gedacht, boah, Joy hat voll die großen Arme bekommen. Oh mein Gott, echt jetzt? Du hast wirklich richtig muskulöse Arme. Auch deine Schultern sind so richtig, die gehen so... Sieht gut aus, ne? Ja. Habe ich vorhin wirklich noch drüber nachgedacht. Oha, also echt du kannst, ich meine, ich könnte meine Arme auch zeigen, sie sind wahrscheinlich nicht so schlimm, aber also jeder kann seine Arme zeigen, oh mein genau, Gott. Genau, das aber ist es ja so. Ich bin einfach ein bisschen dumm. Das ich sind weiß so richtig das ja selber. Dumme, von der Gesellschaft gemachte Komplexe, die nicht okay sind. Ja, aber ist bekloppt, aber du hast wirklich gute Arme, Joey. Danke. Das sieht toll aus. Voll cringe jetzt hier. Das ist so komisch. Aber es ist wirklich so, ich ziehe das T-Shirt jetzt voll gern an, weil ich habe gestern Sport gemacht. Aber ich glaube, morgen würde ich es nicht mehr so gern anziehen. Echt? Ja, ganz komisch. Ja, das ist total bescheuert. Aber weißt du, was ich auch gemerkt habe, was zu dem Thema passt? Und dann kommen wir mal wirklich zur eigentlichen Sache hier. Ich habe gemerkt, also ich war ja früher so ein bisschen übergewichtig, ne? Ja. Da hatte ich halt eher so einen Komplex, was meinen Bauch angeht. Mhm. So, weil so, der so ein bisschen schwabbelig aussah. Und was ich jetzt letztens gemerkt habe, als ich in der Sauna nackt war, es ist so, stell dir vor, du bist jetzt hier so. Dann, und ich trage so einen Tanktop, wo meine Arme quasi komplett zu sehen sind. Mhm. Dann sind meine Arme meine größte Problemzone, wo ich mir so Gedanken mache. Wenn ich jetzt im Schwimmbad wäre, im ganz normalen, und ich hätte eine Badehose an und man würde meinen Bauch sehen, dann sind mir auf einmal meine Arme total egal. Und auf einmal ist mein Bauch meine Problemzone. Stimmt, das habe ich aber auch. Und dann, wenn man beides sieht, dann finde ich auch den Bauch eigentlich schlimmer. Ja, ne? Und dann, wenn ich in der Sauna bin und komplett nackt bin, dann denke ich überhaupt nicht über den Bauch nach, sondern denke die ganze Zeit so, alle Leute können mich jetzt nackt sehen, alle sehen jetzt meinen Pimmel. Ja, ganz ehrlich, ist es sowieso, man hat eh immer das, was gerade, irgendwas ist immer. Ja. So. Aber daran habe ich irgendwie gemerkt, dass das alles so Kopfsache ist. Ja, voll. Das ist alles eigentlich Quatsch, was man sich da ausdenkt. Ja, ist es auch. Ja, ne? Schön. Schön, so, dass wir da mal drüber geredet haben. Worüber wollen wir eigentlich reden? Ja, über alles so. Wie geht's dir, Julia? Julia hat einen, ich glaube, 22-stündigen Flug hinter sich. Oh, ich habe immer noch Nackenschmerzen davon, ne? Wirklich. Ich war gestern, also ich bin ja gestern Abend hier angekommen und bin am Freitag. Oh, jetzt boah, diese gehen die Viecher Zikaden sind mir aber so hier schon laut, auf den Sack, ne? Also jetzt sind sie schon laut. Boah, hoffentlich war das kein Fehler, hier draußen das aufzunehmen, ey. Leute, falls es ein Fehler war, es tut uns leid. Das müsst ihr jetzt ertragen. Bei der nächsten Folge wird es wieder besser. Ja, vielleicht. ich bin Freitag um 11 Uhr morgens zum Flughafen gefahren und Samstag um 18 Uhr im Hotel in Bali angekommen. Wie lange war ich bitte unterwegs? Über 24 Stunden. Geisteskrank lange. Ich meine, gut, wir haben noch Zeitverschiebung hier, 6 Stunden nach vorne. Die ja, muss man stimmt. noch wegrechnen, aber trotzdem. Trotzdem ultra lang. Und das Ding ist, es fällt mir gar nicht so auf. Also es kommt mir gar nicht so vor, als wäre es so lang gewesen. Ja, auch dieser Flug generell. Es waren zwar einmal 11 Stunden und dann nochmal 5 Stunden, aber irgendwie... Seid ihr 5 Stunden hierher geflogen nochmal von Bangkok? Ja. Wir sind 3,5 geflogen. Oha, ich glaube, wir hatten frech. So den Wind auf unserer Seite. Oha, voll gemein. Wieso lassen die euch so kurz fliegen und uns so lange? Keine Ahnung. Voll frech. Aber war euer zweites Flugzeug auch 1000-mal besser als das erste? Ja, das war so krass. Leute, wir sind halt, also wir sind mit so einem riesigen Langstreckenflugzeug geflogen. Also ich könnte jetzt die genaue Bezeichnung sagen, aber es wäre zu unangenehm. Ja, ne? Halt einfach die Fresse. Boeing 777. Oh mein Gott. Okay, ja, wir sind mit der, 777 geflogen. Waren das beides 777s? Aber nee, ich glaube zweite, sogar. Das zweite war ein Airbus A350. Boah, du bist so nervig, wirklich. Also, aber es sind beides Langstrecken- und Großraumflugzeuge. Genau. Mit einem Langstreckenflugzeug, was halt drei Sitze hat. Also genau. neun Sitze nebeneinander.
Und das zweite war auch so eins, wo ich mich auch schon gewundert habe, weil das halt nur von Bangkok nach Bali ging. Ja. Was und es halt war trotzdem übertrieben voll. Ja. Und das zweite, wo wir kürzer drin waren, war so viel besser. Man hatte einfach wesentlich mehr Beinfreiheit. Ja. Die Sitze waren breiter und bequemer. Das, und man konnte seine Füße auf so ein Trittbrett tun. Ja. Das war beim ersten Flug auch nicht. Nee? Wo ich dann, ja. Das war bei uns. Nee, bei uns nicht. Und das erste war so ein neues Touchscreen-Pad. Und beim zweiten Flug hat man gesehen, dass das das Vorgängermodell war. Wo ich dachte, warum ist das Vorgängermodell des Flugzeugs besser als das neue? Okay, nee, dann hatten wir andere. Weil bei uns das erste für den 11-Stunden-Flug, das war diese 777, die war so richtig in die Jahre gekommen schon. Auch das hatte zwar auch schon so ein Touchscreen-Display. Mhm, aber noch du eine musst, Fernbedienung unten, ne? Ja, aber du musstest so doll da drauf drücken, dass dieser Touchscreen funktioniert hat. Du musstest quasi das halbe Ding eindrücken, dass da überhaupt mal was funktioniert hat. Ja, das und war bei uns beim zweiten so. Aber das zweite war so viel besser und man hat halt trotzdem gesehen, dass es älter war. Aber man hatte halt viel mehr Platz. Ja. Und Matthias wirklich, der tat mir im ersten Flugzeug so leid. Der hat einfach seine Knie... Die gingen bis zum Vordersitz. Ja, ja, Matthias, so, ist ja Matthias ist ja auch so groß wie ich. Ja. Wie groß ist der? 1,90. Ja, ich bin 2 Zentimeter, 4. Also offiziell bin ich 4 Zentimeter kleiner. Du bist niemals kleiner als Matthias, ist das Wir müssen das nachher mal prüfen. Wir machen in unserer Story mal so ein Follow-up, wo wir uns gegenüberstellen, okay? Machen wir. Können wir das sehen. Ja. Aber auf dem ersten Flug, dem 11-Stunden-Flug von Frankfurt nach Bangkok, haben wir uns am Fenster in dieser Dreierreihe zwei Plätze genommen. Also Wolfgang saß am Fenster, ich saß in der Mitte und wir haben halt einfach gehofft, dass der neben mir am Gang frei bleibt. Ja, ne? War nicht so, hä? Natürlich kam so ein Engländer dann neben mich und dann kam auch noch so ein, wirklich so, wir waren am Flughafen. Hast du gerade was gegen Engländer gesagt? Ja, aber so ein... Das fandst du gerade richtig schlimm. Voll rassistisch. So ein Engländer. Das war, nee, der war eigentlich nett, aber es war so ein Opa und der hat die ganze Zeit... So richtig, der war so richtig bösartig, wenn man zum Klo wollte, weil er dann ja aufstehen musste. Boah, ja, das ist aber auch immer unangenehm irgendwie, ne? Wenn man so jemanden hat im Gang, den du nicht kennst, finde ich wirklich immer unangenehm, weil ich mich immer schlecht fühle. Ja, auf jeden Fall. Wir waren am Gate, bevor wir eingestiegen sind, ne? Und da war so ein Typ, der war so ein, ist jetzt voll, ich hoffe, ich sag das jetzt, ich sag jetzt nichts Schlimmes, Falsches, aber es war so ein typischer, so ein Slackline-Typ, so barfuß. und halt so richtig so sein, alles hat an ihm so Freiheit und Hippie-Sein ausgestrahlt. Ja. Und so Deo hat er, glaube ich, noch nie gesehen. So, oh, weißt du? Und der hat halt wirklich, der ist an dir vorbeigelaufen und Wolfgang sagt so zu mir, ich hoffe, wir sitzen nicht in seiner Nähe, sonst wird das echt schlimm. Und rat mal, wer hinter uns saß. Nein, aber warte mal, mit Deo hat er noch nie gesehen, meintest du auch gerade wörtlich, a.k.a. er hat doll gestunken? Er hat gestunken. Oh nein! Er hat fucking gestunken. Oh Gott. Und der war so Teil von so einer niederländischen Familie. Mhm. Und die saß quasi im Flugzeug, diese ganze Reihe von einem Fenster zum anderen, einmal durch. Eine Großfamilie. Ja, und quasi genau eine Reihe hinter uns. Und als dieser Engländer dann neben mich kam, war ich ja in der Mitte, ne? Und ich übelst groß. Ich so zu Wolfgang, ich bleib hier nicht sitzen. Mhm. Und er so, ja, was willst du denn machen? Das Ding ist voll hier. Und dann war zum Glück in dem Gang, also in der Reihe vom Gang, in der Mitte vom Flugzeug, waren so zwei Typen, die so gesehen haben, dass eine Reihe vor denen so ein, wo du nochmal extra 100 Euro bezahlen musstest, wo du so komplett Riesenbeinfreiheit hast, weißt du? Mhm. So Sitze frei waren. Ja. Und die haben dann einfach so direkt nachgefragt, so ja, wir wollen bitte die haben, wir bezahlen auch dafür. Und dann wurden deren Sitze frei. Oha. Und es hatte eine Dreierreihe für mich. Und Wolfgang ist da sitzen geblieben. Wolfgang ist am Fenster sitzen geblieben. Ich so, ciao. Nicht dein Ernst. Du hast den bei dem Stinkemann einfach sitzen gelassen und ihm keinen von deinen drei Plätzen gegeben. Das Gute ist, du Assi. Den Stinkemann hat man tatsächlich nicht so gut gerochen. Wahrscheinlich ging die Luft so von uns nach hinten und deswegen ist das nicht von hinten nach vorne gezogen. Okay. Ey, ich hatte aber auch mal so eine richtig unangenehme Situation im Flugzeug. Da bin ich auch irgendwie 12 Stunden geflogen. Ich weiß gar nicht mehr wohin, aber hinter mir saß einer, der anscheinend auch lange Beine hatte. Auf jeden Fall hat der seine Knie, also seine Beine so hoch gemacht und an meinen Sitz gedrückt. Das hasse ich. Sodass ich nicht mal nur in der normalen aufrechten Position sitzen musste, sondern noch aufrechter, weil der meinen Sitz so noch nach vorne gedrückt hat. Und ich habe die ganze Zeit versucht, meinen Sitz so nach hinten zu drücken, weil normalerweise kannst du den ja in so eine Schlafposition bringen. Ja. Aber es ging einfach nicht, weil dieser Blödmann hinter mir seine Knie die ganze Zeit da so gegen gedrückt hat. Und dann habe ich ihn sogar mal gefragt, ob er das lassen kann. Er so, nö. Ernsthaft? I
einfach eiskalt nö gesagt und ich war halt noch so, ich glaube, ich war 19 oder so, habe so richtig Angst, ich so, okay, dann nicht. Und dann saß ich wirklich 12 Stunden lang in der aufrechtesten Position meines Lebens, das war so schlimm. Ey Julia, da hätte ich das Personal geholt und hätte gesagt, hier Alter, ja, ich habe mich nicht getraut. Ich war einfach ein Opfer. Crazy. Ja gut, aber hey, guck mal, du hast dazugelernt, jetzt würdest du wahrscheinlich sagen hier... Ich würde dem eine reinhauen. Ey, direkt auf die Fresse. Was das? Hä, voll asozial, wirklich, das was ist das denn? Asozial. Dann hol dir doch, ganz ehrlich, wenn dir das zu wenig Platz ist oder so, dann hol dir einen Business-Class-Sitz oder flieg halt nicht. Ja. Aber das war so gemein gegenüber mir. Vor allem, was ich mir nicht vorstellen kann, ist, wie er das aushalten kann, 12 Stunden lang seine Knie gegen den Sitz zu drücken, weil das tut doch irgendwann ultra weh. Würde ich auch denken, vor allen Dingen, ich habe halt immer wieder dagegen gedrückt, ne? Ich so hab richtig, immer wieder mit versucht, den Ellbogen so. Ja, ich habe immer wieder versucht, meine Füße, weil ich saß zum, ich glaube, nee, warte mal, wie war das denn? Ich habe die ganze Zeit versucht, auf jeden Fall so nach hinten zu drücken und so gegen seine Knie auch noch. Ich glaube, wir haben so einen kleinen Kampf geführt dann auch irgendwann. Oh mein Aber ich Gott. Kam halt nicht dagegen an, ne? Scheiße. Ja. Aber ey, ich muss schon sagen, ich finde Fliegen so faszinierend. Ich feiere das so sehr. Für mich ist das so ein richtiges Erlebnis. Ja, ich finde es auch krass. Vor allen Dingen, ich finde es krass, dass so viele Menschen davor so Angst haben. Aber ich kann es auch voll verstehen. Mhm. Also ich kann es super doll verstehen, dass man Schiss hat, weil es ist halt einfach so ein riesenschweres Teil in der Luft. So, ja. Wie funktioniert das? Es ist irgendwie aber ich so unverständlich. Irgendwie einfach nur faszinierend. Ich verstehe es nicht. Ich werde es auch niemals verstehen. Auch selbst, wenn man es mir erklärt, check ich es trotzdem nicht. Ja. Also auch wenn ich es so an sich physikalisch dann verstehen würde, verstehe ich es nicht. Es ist einfach so, wie zur Hölle geht das? Dass so viele Tonnen ja. Gewicht einfach in der Luft sein kann. Nur durch so eine Turbine oder durch auch immer, weiß ich nicht. Aber wie? Finde ich krass. Ja. Ich finde aber dann alles spannend in diesem Flugzeug. Ne? Ja. Ich finde es spannend, die ganze Zeit auf diesem scheiß Display zu gucken, wo wir gerade sind. Boah, weißt du, was das Krasseste ist? Manche Flugzeuge haben ja eine Kamera. Ja. Außen, ne? Das hatte hat das unser zweites hatte das. Unseres auch. Ja, wo ich auch dachte, wieso hat jetzt das ältere Flugzeug wieder die Kamera, aber das neuere davor nicht? Ja, auch wieder ein Downgrade. Naja. Ey, ich habe das alles so, ich habe mir richtig einen weggeguckt auf diesem krass Display. War das, ne? Und sogar das Flugzeugessen fand ich so exciting einfach. Und ich habe so jeden Bissen so, oh, okay, das schmeckt so, boah, das schmeckt ich so. Ich fand's so ekelhaft. Ey, ich hatte früher so eine richtige Phobie vor Flugzeugessen, ne? Echt? Warum? Ich habe einmal fast gekotzt von Flugzeugessen. Verständlich. Als Kind aber, da war ich echt noch jung und danach fand ich das irgendwie richtig eklig, einfach weil mich, kennst du ja, wenn du einmal von irgendwas gekotzt hast, dann findest du dann allein den Geruch dann irgendwie ein paar Tage später, könntest du schon wieder das fast war würgen. Das war auch richtig schlimm im ersten Flug. Ich habe mal zu viel, ich weiß nicht, ob ich zu viel Lachs gegessen hatte oder ob ich einfach nur von diesem Lachs mich einmal übergeben habe. Von Lachs übergeben klingt auch schon ganz unangenehm. Ja, ich habe mich auf jeden Fall irgendwann mal von Lachs übergeben und seitdem, wenn ich Lachs nur rieche, ich könnte kotzen. Und weißt du, was das Flugzeugessen war? Lachs! Es war so widerlich, das einfach nur zu riechen und die Leute neben mir zu sehen, wie die das essen. Ich richtig eklig. Und ich hatte Reis mit Omelette. Oha. Aber dieses Omelette war einfach so ein Block. So ein richtig fester so ein Eierblock. Das war so eklig. Er hat einfach nur Reis gegessen. Weißt du, was mich an Flugzeugessen immer so richtig tierisch aufregt? Was? Dass das so, du wirst nur, also ich weiß, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ne? Ich bin ja relativ groß und brauche auch höchstwahrscheinlich mehr Essen als du, um satt zu werden, aber du wirst von Flugzeugessen nur satt, wenn du alles isst, von der Vorspeise bis zur Nachspeise. Aber ich bin zum Beispiel gar kein Desserttyp. Nee, ich brauche dieses nervige, süße Kuchenstück da nicht. Matthias hat einfach, weil die Frau neben uns war zu seinem Glück irgendwie allergisch gegen irgendwas in ihren Desserts oder so. Ja. Und in Früchte und gegen alles irgendwie gegen gefühlt. Alles, auf jeden Fall, die hat bei allem ihn gefragt, willst du das haben, willst du das haben, willst du das haben? Die hat einfach 3 Vorspeisen und 3 Desserts gegessen. Oh mein weil ich meins nicht wollte und sie auch nicht. Und der war thriving, wirklich. Living his best life on the airplane. Ja, aber ich muss auch sagen, eigentlich im Flugzeugessen ist es schon immer so, dass ich das Mittagessen und so, wenn es jetzt keine Nudeln sind, aber die gibt es halt selten leider, dann finde ich es immer eklig. Das Einzige, was normal schmeckt, ist das Dessert. Findest du? Ja. Also ich mag auch nicht so gerne Dessert. Ich bin auch nicht so eine Person, die dann so gerne Süßes isst. Aber das ist das Einzige, wo ich immer denke, so ja, schmeckt schon normal so, wie ich es jetzt auch so essen würde. Ich weil finde, wenn du, ganz ehrlich, wenn du Flugzeugessen im Restaurant bestellen würdest, wärst du auch enttäuscht. Egal was. Schon, aber irgendwie auch cool, oder? Stell dir vor, es gibt so ein Restaurant, wo es nur Flugzeugessen gibt. Ja, dann ist wieder cool, weil es das Konzept ist. Ja. Aber wenn du in ein normales Restaurant gehst, 15 Euro für dein Essen bezahlst
und dann das kriegst? Das ist traurig. Das ist schon traurig. Aber wenn es dann wirklich so serviert wird, auch mit so einem ollen Tablett und so ollen Besteck. Das so. Ist eigentlich voll die coole Idee. Ja, wollen wir so ein Restaurant eröffnen? Lass mal machen, aber dann mit leckerem Essen. Ja, und ohne Lachs bitte. Ja, aber manche mögen ja Lachs. Ich aber nicht. Nee, wir mögen eh kein Fleisch essen, deswegen kriegen die Leute auch nichts. Nee, dann verkaufen wir voll schlecht. Wir müssen doch mal gucken, wie wir das moralisch vertreten können. Ja, es gibt so viele vegetarische Restaurants, die gut laufen. Halt echt, so was laber ich für einen Scheiß. Was bist du denn jetzt eigentlich? Ich so gar nicht überzeugt von dem, was ich mache. Ja. Nee, wir werden dann noch mal ein bisschen was ausklügeln und dann... Also ich finde aber bei Flugzeugessen, das Einzige, was gar nicht schmeckt, ist das Brötchen. Da ist immer so ein Brötchen dabei und das ist quasi wie so ein Schwamm immer. Aber... Das war wieder der erste Flug. Beim ersten Flug war das so ein richtiges Pappbrötchen, was halt wirklich, das konntest du, das war aber so ein fester Schwamm war das. Ja, wie so ein Milchbrötchen, das, ne? Nee, das war so ein normales, so ein, wie so ein Ciabatta-Brötchen, so ein kleines, aber so richtig scheiße. Mhm. So voll ausgetrocknet und so wie so ein Aufbackbrötchen, was nicht aufgebacken wurde, weißt du? Ja. Wie so ein Aufbackbrötchen ist, bevor es aufgebacken wurde. Ja. Und beim zweiten Flug war es einfach so ein richtig weiches Brioche. Was ist denn ein Brioche, Julia? Ach, Joey, ehrlich? Ja, das klingt italienisch und ich mag italienisches Essen nicht. Ich glaube, das klingt eher französisch. Ja, Brioche. So französisch? Ich mag auch kein Französisch. Aber ich weiß es auch nicht. Allerdings, Brioche ist so wie so ein Burgerbrötchen, aber diese fancy Burgerbrötchen, weißt du, die oben noch so... Körner haben und glasiert sind. Also jetzt nicht so ein McDonald's-Körnerbrötchen, sondern... Ein geiles halt. So ein geiles, ein hochwertiges. Halt. So ein weiches Burgerbrötchen, wie ich die auch die ganze Zeit so mache, als würdest du dann eher wissen, als das, was ich meine. Ne? Wenn ich jetzt hier meine Hände so zusammenquetsche, dann weißt du schon, welches Burgerbrötchen ich meine, oder? Ich habe absolut kein Bild vor Augen, Julia, aber ich akzeptiere deine Aussage. Die meisten, die das jetzt gerade hören, die werden wissen, was ich meine. Und es ist so ein geiles Burgerbrötchen gewesen. Ja. Wo ich auch wieder dachte, was ist das hier? Warum können diese Flüge nicht getauscht sein? Ja. Jetzt kommt Werbung. Joey, seit 2 Monaten schlafe ich so gut, weil ich habe eine neue Matratze. Du glaubst es nicht, aber ich auch, denn ich habe einen neuen Topper. No way! Really? Ja, auf meinem Bett. Das ist ja so cool. Weißt du, ich habe die Emma One Federkernmatratze. Sag bloß, ich habe den Emma Diamond Degree Topper. Und der ist auch richtig geil. Ich fühle mich, als würde ich im Hotel schlafen. Richtig crazy. Das ist mega nice. Meine hat sogar einen richtig geringen Drehwiderstand, sodass ich nicht mal merke, wenn Matthias sich in der Nacht 1000 Mal dreht. Mein Topper hat so einen kühlenden Schaum und der ist temperaturregulierend. Das heißt, es wird nie so richtig warm von unten. Also ist auch gut. Ich muss schon sagen, ich bin impressed von meinem neuen Emma-Topper. Und deswegen reden wir heute auch hier drüber. Denn Leute, wir haben einen geilen Code für euch. Falls ihr euch auch einen Topper, ein ganzes Bett, eine Matratze oder ein Kissen kaufen wollt, ihr könnt euch da alles Mögliche fürs Bett organisieren. Und mit unserem Code Emma die Nervigen bekommt ihr jetzt 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment, sogar auf Produkte, die bereits reduziert sind. Und das Ganze gilt für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Also selbst wenn es schon laufende Aktionen gibt, ihr könnt unseren Code Emma die Nervigen, alles großgeschrieben, trotzdem benutzen. Es gibt auch immer wieder laufende Aktionen, wo ihr alles ein bisschen günstiger bekommt. Das heißt, es lohnt sich immer vorbeizuschauen. Ihr findet da immer ein paar geile Sachen. Und das Geilste ist, es gibt kostenlosen Versand und Abholung inklusive. Ihr könnt bis zu 100 Nächte risikofrei Probe schlafen. Und wenn es euch da nicht gefällt, könnt ihr die Matratze immer noch wieder abgeben. Außerdem bekommt ihr 10 Jahre Garantie auf den Federkern eurer Matratze. Und die ganzen Sachen dort sind ausgelegt für jeden Schlaf- und Körpertypen. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Richtig cool. Also wie gesagt, Leute, benutzt den Code Emma die Nervigen, alles groß geschrieben, für 5% einzeln oder auch zusätzlich auf alle laufenden Aktionen. Ihr findet alle Links dazu in den Shownotes bzw. in der YouTube-Videobeschreibung. Da könnt ihr dann einfach draufklicken und könnt mal ein bisschen stöbern. Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Schlafen, denn ab jetzt wird's erholsam, Leute. Genau. Werbung Ende. Aber irgendwie, ich fand es richtig spannend zu rückblicken. Es ist zwar sau anstrengend und ich muss auch sagen, ich habe es gerade Julia schon privat erzählt, wir wollen das jetzt nicht ausweiten, aber ich hatte so eine kleine Panikattacke im Flugzeug. Mhm. Nicht wegen des Fluges, sondern ich bin einfach gerade ein bisschen am Arsch. Mhm. Und dieser Urlaub ist wirklich so das Wichtigste, was gerade passieren muss. aber alles in allem finde ich das immer so aufregend und spannend und so, dass ich mich danach immer mega freue, dass ich es gemacht habe. Und klar, so mit Flügen muss man immer aufpassen, so, weil umwelttechnisch ist das natürlich nicht so geil. Ja. Aber ich muss wirklich sagen, für mich hat es sich gelohnt. Ich bin fein damit und ich bin so, ach, ich freue mich schon auf den nächsten. Ich freue mich sogar schon auf den Rückflug, Julia. Ehrlich? Ja. Jetzt? Nicht mal, dass du dich freust auf den Urlaub, sondern oh, die Flüge, toll. Ich finde das irgendwie voll spannend. Und
dieser Moment, ich bin halt so ein Geografie-Freak, ne? Also ich finde das voll spannend. Ich kann dir von fast jedem Land die Hauptstadt und die Einwohnerzahl aufsagen. Oh mein Gott. Ehrlich jetzt? Ja. Kapstadt. Boah, fuck. Nee, ich meine die Einwohnerzahl vom Land. Ach so. Aber ich weiß jetzt auch nicht so ganz, wie viel Südafrika hat. Würde man schätzen so 40 Millionen, aber keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt gerade kein Handy, ich kann nicht nachschauen. Ja, aber Wolfgang und ich haben das in der richtig krassen Pandemiezeit, wo du nicht in Restaurants gehen konntest. Ne? Da konntest du ja nur zu den Restaurants gehen und bestellen und dann mitnehmen. Da haben wir so ein Spiel daraus gemacht, Siri zu fragen, wie viel Einwohner dieses Land hat. Und vorher mussten wir unsere Schätzung abgeben. Und der näher dran war, von dem, was Siri dann gesagt hat, der hat gewonnen. Wenn wir auf das Essen gewartet haben, haben wir dieses Spiel gespielt. Aber auf das Essen aus dem jeweiligen Land dann oder einfach random, wenn ihr auf Essen gewartet habt? Nein, wir haben immer am Restaurant, musstest du ja so 20, 30 Minuten dann rumstehen und warten. Und da haben wir dieses Spiel gespielt, wie viele Einwohner irgendwelche Länder haben. Ach krass. Und? Wer hat meistens gewonnen? Oh, wir sind beide sehr gut darin. Oh, wirklich? Das ist voll krass. Wir sind beide so Geografie-Freaks. Ich frage Wolfgang gleich mal, wenn er wieder da ist, ob der weiß, wie viele Einwohner Südafrika hat. Ja, okay, frag ihn mal. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass Südkorea, ich glaube, 55 Millionen hat. Indonesien hat irgendwie 200 Millionen oder so, ne? 260, glaube ich, das sogar. Das ist so viel. Indonesien ist der größte Inselstaat der Welt. Das ist so krass. Und hat auch die größte Bevölkerung an... Nee, ich laber, ich will keinen Scheiß erzählen. Ja, hör einfach auf. Aber hier ist ja... Ich dachte gerade schon, wow, wir sind voll lehrreich jetzt einmal. Aber ich finde es voll spannend, hier zu sein, weil was ich noch sagen wollte ist, wir sind ja von Bangkok, also in Thailand, Südostasien, was auf der Nordhalbkugel der Welt liegt, jetzt nach Indonesien auf der Südhalbkugel geflogen. Das heißt, wir haben den Äquator überquert und jetzt sind die Jahreszeiten verschoben. Das heißt, wir sind gerade im Frühling, Julia. Ja, das ist so absurd. Auch mit dem wir hatten so einen lustigen Taxifahrer, Leute. Joey ist ja ein paar Tage früher hierher gekommen und ich hatte ihn dann halt gefragt, wie er zum Hotel gekommen ist. Wie du jetzt auch einfach komplett mein Thema unterschlagen hast hier. Nein, ich muss das kurz erzählen. Mit welchem... Ach egal, Mann. Ich habe Julia einen Taxifahrer geklärt, so, weil wir den schon kannten und dann habe ich den quasi an sie weitervermittelt. Ja, und das wollte ich sagen. Und der war sehr gesprächig und der hat dann auch irgendwie über Jahreszeiten geredet und ich fand das so ganz verrückt, weil er mich so gefragt hat, und wie viele Jahreszeiten habt ihr so? Und ich dachte so, hä? Ist das ein Ding? Und dann ist mir aufgefallen, ja, das ist ein Ding. Ja. So Leute aus so tropischen Ländern, für die ist das total krass, dass wir vier Jahreszeiten haben. Ja. Für mich ist das so, ja, hä, was willst du denn jetzt? Ist doch normal. Ja. Ich war noch nie in meinem Leben so nah am Äquator wie jetzt. Ist so spannend, ne? Das ist und hier total ist so, spannend. Hier ist so tropisches Regenwaldklima, heißt es, glaube ich. Nee, tropisches Monsunklima oder so. Ich habe es vorhin noch gegoogelt. Ja, super, du hast echt ein gutes Gedächtnis. Auf jeden Fall gibt es hier ja nur eine Regenzeit und eine Trockenzeit. Also eigentlich gibt es hier gar keine Jahreszeiten. Ja. Hier ist immer... Ja, er meinte auch, entweder ist es warm oder ist es warm und regnet. Ja, genau. Ist ja cool. Und er war dann auch so, ich liebe Winter so sehr. Und ich so, hä? Ich so, can't relate, Alter. Ich war auch so, hä, wieso denn? Aber ja, okay, ja gut, Schnee ist schon cool. Er so, ja, Schnee habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. Ich so, wow. Das ist krass. Verrückt, ne? Das ist wirklich heftig, wie viele Menschen auf dieser Welt noch nie Schnee gesehen haben in ihrem Leben. Das Ding ist halt auch, hier in Indonesien. Große Großteil auf jeden Fall. Hier in Indonesien, müsst ihr auch wissen, Leute, ist alles extrem günstig, egal was du kaufst. Ja. Du kannst dir ein richtig Premium-Abendessen für 3,50 Euro umgerechnet kaufen. Crazy. Das ist so verrückt. Auch so die Taxifahrt. Du hättest in Deutschland hättest du 150 Euro dafür bezahlt. Ja. Und hier hast du so 25 bezahlt. Ja. Und das war wahrscheinlich schon Abzocke. Ja. Aber das hat mir dann auch wieder so gezeigt, dass die Leute, die hier wohnen und die an das Geld, was sie ausgeben müssen am Tag, so gewohnt sind und wahrscheinlich auch nicht viel mehr verdienen, ja. Die werden wahrscheinlich niemals Schnee sehen, weil sie hier gar nicht rauskommen. Ja, das und ist, halt, das ist so, das habe ich auch gedacht. Da muss man so ein bisschen demütig werden und erstmal so checken, so Alter, wie privilegiert ich hier bin. Mhm. Ja. Deswegen, ich weiß auch nicht, worauf ich jetzt hinaus wollte. Nee, ich finde es auch, einerseits freuen wir uns so darüber, wie krass günstig das hier ist und denken uns so, ja Mann, geil, Alter, 3 Euro für fettes Abendessen so. Ja. Und fragen uns, wie zur Hölle die mit so wenig Geld auskommen, aber bei denen ist es halt total normal, aber die... Wenn die nach Europa kommen würden, die würden ja gar nicht klar, es wird gar nicht gehen. Das geht nicht. Das geht nicht. So, da musst du auf einmal dann für ein Gericht irgendwo 20 Euro zahlen. Ja, was die in der Woche bezahlen. Eben, das ist richtig crazy. Ja. Aber was ich sagen wollte, wir haben den Äquator überquert auf der Insel Borneo.
Und Borneo ist... Sag mal, du hast wirklich die ganze Zeit auf dieses Flugding da geglotzt, ne? Übrigens, Leute, Info, Borneo heißt auf Malaiisch, also Borneo wird unterteilt in Malaysia und Indonesien und oben ist, glaube ich, noch irgendwie so ein Königreich Brunei, irgendwie sowas. Mhm. Und wie viele Einwohner hat das? Brunei weiß ich nicht, aber die Hauptstadt heißt Bandar Seri Begawan oder irgendwie sowas. Oh mein Gott. Auf jeden Fall heißt für Malaien heißt die Insel Borneo und für Indonesia heißt die Insel Kalimantan. Das ist ja Hammer. Und die Hauptstadt von Indonesien heißt ja Jakarta, ne? Mhm. Die ist auf der Nachbarinsel Java. Ja. Und dadurch, dass die jetzt durch den Klimawandel so krass gefährdet ist vor Überflutung, bauen die jetzt einfach eine neue Hauptstadt. Hä? Auf Borneo. Nee. Ja, voll verrückt, oder? Haben krass. Die letztes Jahr einfach beschlossen, wir bauen jetzt eine die neue so, Hauptstadt. Ja, das geht ja eh unter. Okay, bauen wir halt eine neue. Crazy. Verrückt, oder? Oh Gott. Aber auch wieder so schlimm. Auf jeden Fall sind wir über Borneo geflogen und ich bin so richtig traurig geworden, dachte mir so, boah, das ist der letzte Lebensraum des Orang-Utans. Orang-Utans, nicht Utan. Nur dort leben noch diese Affe. Echt jetzt? Warum weißt du denn das jetzt auch schon wieder? Boah, ich gucke so viele Dokus, Julia. Oh mein Gott. Und ich liebe halt die Tropen wirklich. Ey, wir sind am ersten Tag sind wir hier durchgewandert. Ich so zu Wolfgang, ich google gleich mal, wie viel hier ein Grundstück kostet, weil ich will hier wohnen. Das fand ich auch krass. Wir sind vorhin bei uns da am Hotel lang gelaufen und da sind so ganz viele Häuser. Mhm. Und da war ein Haus, das sah einfach aus, als hätte das ein Deutscher gebaut. Also so das, ein richtig, das war, so typisch deutsches. Ja, so ein typisch deutsches Haus mit normalen Fenstern, also nicht diese Fensterläden und so. Wow. Oh mein Gott, das ist gerade so ein Blatt, so ein riesiges Blatt, einfach auf meinen Kopf gefallen. Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall so ein ganz normales, weißes Haus mit Dachziegeln, ganz normal, wie man das so aus Deutschland kennt. Hier sehen die Häuser ja ganz anders aus, auch ganz anders geformt. Ja. Und das war auch so. Geformt, als würdest du die so wie so ein Topf, wenn du den Töpfer so ein Haus formst mit der Hand. Ja, nein, ganz anders gebaut halt, mein Gott. Und das hatte auch so einen Balkon und sowas, so mit so normalen, das sah aus wie so ein bisschen wie das Haus von Pippi Langstrumpf. Kennst du das? Aber hat das nicht so eine Veranda, so typisch, so schwedisch-mäßig? Ja, so ein bisschen. So skandinavisch. Ach und, mein Gott, ja, es sah auf jeden Fall europäisch aus und es sah ganz verrückt falsch aus da einfach, wo ich so dachte, bestimmt ist ein Europäer oder so nach Bali gezogen, hat sich ein Grundstück gekauft und ein Haus gebaut, aber warum? Hä? Dann bleib doch zu Hause. Ja, ne, wenn du das Haus schön findest. Ja. Ich finde gerade so, wie die Häuser hier gebaut werden, das sieht voll crazy aus. Ja, ich finde es voll cool. Auch so diese Tempel. Also hier ist ja Hinduismus auf Bali vertreten, im Gegensatz zum Rest von Indonesien. 85% habe ich gestern gelernt vom Taxifahrer. Und diese hinduistischen Tempel, die sehen ja so crazy verschnörkelt aus und ganz, ganz detailliert, wo du dich so denkst, Alter. Wie viel Arbeit muss das gewesen sein? Ja. Vor allen Dingen, das machen die alle von Hand einfach, ne? Naja, das wird in Deutschland nicht bezahlbar sein, sowas zu bauen. Ja, crazy. Naja, so haben wir es geklärt. Ja. So, können wir jetzt mal mit den Dingen anfangen, darüber zu reden, über die wir eigentlich reden wollten? Ja, wäre mal so nach einer halben Stunde eigentlich mal angebracht, oder? Ja, sollen wir mal eine Kategorie abfrühstücken hier? Ja! Guck mal, ich habe hier richtig schön, ich habe ganze 3 Stories. Oh mein Gott. Zu der Kategorie. Boah, weißt du, was mir schon wieder für eine Scheiße passiert ist? Oh mein Gott, okay, leg los. Aber es sind eigentlich relativ kleine, also... Es die ist, du wahrscheinlich aber wieder richtig schön groß machen kannst. Oh, du Nervige, ey. Jetzt denken alle so, ich laber die Leute hier mit irgendwelchen Sachen zu, die gar nicht so stimmen. Nein. Ich möchte nur, dass du lang und ausführlich erzählen kannst. Willst du jetzt was damit? Was ja total toll ist. Ich wollte gerade sagen. Du bist ein super Geschichtenerzähler, ich höre super gern zu. Also los. Du kleine Mistkuh, ey. Jetzt bin ich richtig verunsichert, ob du das ernst meinst oder nicht. Haha. Okay, warte, wir fangen an. In chronologischer Reihenfolge. Unser Hotel hier, wir haben noch gar nicht gesagt, wo wir genau sind. Interessiert die Leute auch wahrscheinlich gar nicht. Wir sind gerade in Ubud. Wir sind in Ubud und das ist so ein bisschen im Inneren des Landes. Also wir sind hier nicht irgendwie am Strand oder so, sondern quasi im Regenwald und da gibt es eine Stadt. Das ist eigentlich relativ bekannt für seinen Affenwald hier und für die Reisfelder, oder? Genau, würde ich sagen. Ich glaube sogar eher die Reisfelder sind hier so das Ding. So, also voll viel von, also das meiste... Der Wirtschaft von Indonesien ist einfach nur Landwirtschaft. Also die bauen hier so richtig die Reisfelder an. Crazy. Das sieht auch richtig cool aus. Sieht du hast so es ja noch nicht gesehen. Aus. Doch, du hast es gesehen. Ich habe so ein paar Reisfelder gesehen bei uns. Also wenn man bei uns aus dem Fenster guckt, da ist so ein Mini-Reisfeld in der Mitte von den ganzen Häusern. Das ist so süß. Ja. Aber so ein richtig großes Reisfeld habe ich noch nicht gesehen. Nee. Ey, du hast noch nie in deinem Leben so eine kräftig grüne Farbe gesehen wie in heftig. Diesen Reisfeldern. Ja. Ne? Finde ich auch krass. Ist so verrückt. Und ich verstehe immer noch nicht, wo der Reis ist.
Ich wollte das noch googeln. Wo ist der? Wir waren gestern auf so großen Reisfeldern und das ist wirklich wie so Gras. Gras kriegt doch irgendwann auch so große so Ähren. Ich hätte auch gedacht, dass das wie bei Weizen oder so ist, genau, dass das dann ist da irgendwann so rauskommt. Aber die ganzen Reisfelder, also das Reisfeld, was ich gesehen habe, ich habe die ganze Zeit den Reis gesucht, dachte so, vielleicht ist der doch in der Erde. Nee, die, aber sind, nee. Die sind dann einfach noch nicht quasi ausgewachsen gewesen. Geblüht. Also wir haben gestern schon so große gesehen und da sind dann wirklich so an den Ähren sind halt so diese Reiskörner dran. Geil. Aber wie verrückt, oder, dass wir vor ein paar Folgen noch drüber geredet haben, dass wir keinen Plan haben, wie eine Reispflanze aussieht. Ja. Und jetzt sind wir einfach mittendrin. Jetzt sind wir einfach hier. Verrückt, ey. Richtig schön. Auf jeden Fall, wir sind in Ubud und hier gibt es, wie du schon gesagt hast, diesen Affenwald. Mhm. Und unser Hotel ist quasi direkt daneben. Das heißt, hier auf dieser Terrasse, wo wir gerade sitzen, kommen halt auch wirklich jeden Tag diese Affen. Ach, auch wirklich? Ja. Ich dachte, ich habe vorhin einen Witz gemacht darüber, dass hier gleich ein Affe vorbeikommen kann, aber das stimmt halt. Ey, Julia, hier sind so oft Affen, ne? Und das Krasse ist, die sind richtig intelligent und komplett sozialisiert, was den Menschen angeht. Die haben null Angst. Oh, wie cool. Aber halt, ich glaube eigentlich auch nicht so cool, weil das ist halt überhaupt nicht natürlich, wie die hier leben. Oh. Auch diese Affen halt, ich wette, die sind alle dort geboren, damit die direkt sozialisiert werden, damit das als Attraktion für die Menschen genutzt wird. Ja. Ich glaube, so schön, das wie man so schön wie es so aussieht, schön ist es nicht. Oh nein. Ja, okay. Aber die sind richtig frech. Das sind richtige Verbrecher, diese Viecher, ne? Die wissen auch ganz genau, wie süß die aussehen und die nutzen das richtig aus. Echt? Am allerersten Tag, das ist noch so relativ morgens gewesen und wir haben hier so eine richtig große Glaswand. Also wir können vom Bett aus auf die Terrasse gucken. Und schon dann Premium, kommt so ein auf deren Riesenpool, by the way. Ja, es ist schon echt geil hier. Ist schon naja, auf geil. Jeden Fall kommt dann so ein Affenrudel hier an, so eine Familie quasi, ne? Also ich glaube, es waren so 5 Stück. Hier? Hierher, die sind Nein. hier quasi über oh mein Gott, ist diese das süß. Mauer. Und naja, pass mal auf. Oh Gott, okay. Dann waren die so richtig so, haben so oben auf der Mauer so sich abgesprochen. Dann ist der Größte, der Vater, ist so runtergesprungen und ist hier zu uns in diese, wir haben hier quasi so eine kleine Außenküche. Und da haben die gekocht. Da haben die Schnitzel gemacht. Die Hotelleute haben da so eine Obstschale zubereitet, die aber abgedeckt war. Also die war so ein Obstkorb quasi. Ja. Und diese Affen wussten ganz genau, was da drin ist, haben diesen Deckel genommen, weggeschmissen, diese Bananen und so sich daraus geklaut. Dann sind die hier auf diese Dinger, wo wir gerade drauf sitzen, auf so Sonnenliegen gegangen und haben diese ganzen Bananen weggefressen. Und wir sitzen so da drin und denken uns so, oh mein Gott. Oha. So richtig, die waren so richtig. Ihr wurdet überfallen. Quasi, ja. Und diese Affen haben so riesige spitze Zähne. Oh mein Gott, echt? Es ist wirklich ein bisschen beängstigend, wenn du das siehst. Also du musst echt aufpassen. Also doch nicht so süß, die Affen? Also doch, die sind süß, aber dann machen sie den Mund auf und du denkst dir so, okay, lieber Abstand halten. Oh mein Gott, okay. Und gestern, es war auch so witzig, und das ist eine der Storys, die ich erzählen wollte zum Thema. Gestern liegt Wolfgang hier so aus und sonnt sich so auf dieser Liege. Ja. Und ich sitze da vorne am Tisch. Und dann sagt Wolfgang auf einmal, oh, wir haben wieder Affenbesuch. Und ich dachte so noch, ja komm, das sind doch süße Affen und so. Und gehe da so hin und gucke ihn wirklich mit so einem Abstand von so einem halben Meter an. Den Affen. Und du darfst die auch nicht. Oder darfst, Wolfgang. Nein, den Affen. Ja. Und du darfst diesen Affen auch wirklich nicht in die Augen gucken, sonst ist das für die sowas, was Aggressionen auslöst. Was? Ja, also du musst quasi, ich habe dir nicht mal in die Augen geguckt, ich habe so quasi sein Gesicht so angeguckt, weißt du, aber das war schon zu viel. Oh Gott. Und dann hat er mich so angeguckt von wegen, hör mal auf mich anzuglotzen. Hat er auch richtig so genickt, so weißt du, hey, geh mal jetzt. Und dann ist er so die Mauer ein bisschen vorgelaufen und ich habe das auch null gecheckt so, dass er will, dass ich gehe, ne? Mhm. Und bin ihn dann hinterhergelaufen, oh, bin noch Idiot. Ein bisschen näher ran, um ihn mir noch näher anzugucken. Ja. Und auf einmal geht er so nach vorne, lehnt sich über die Mauer und ist so wirklich nur noch 30 Zentimeter von mir entfernt, guckt mich böse an und dann faucht er mich an. So richtig so. Oh mein Gott. Und hat Wolfgang, er noch Gift gespritzt? Nee, Gift hat er nicht gespritzt. Aber Wolfgang war schon so auf den Weg in unser Häuschen rein, weil er schon dachte, okay, das eskaliert hier gleich. Scheiße. Und der faucht mich an. Ich schreie übelst. Ich so, weißt du, geh so. Nee, wahrscheinlich hast du so geschrien. Nein, nicht, Spaß, okay, ja, sorry. Keine Ahnung, kann schon sein. Auf jeden Fall, von meinem Schrei erschreckt sich Wolfgang übelst und stolpert übelst über diesen Stuhl hier und stößt sich original das dritte Mal in 3 Tagen übelst seinen kleinen Zeh und wir glauben, er ist gebrochen inzwischen. Oh mein Gott. Und dann ist er so ausgerastet, also Wolfgang ist so ausgerastet, weil das alles zu viel für ihn war, dass er übelst hier rumgeschrien hat, so,
Mann! So, weißt du? Aber halt viel, viel lauter. Oh Gott, nein. Und das hat dann die Rezeption gehört. Oh. Und 2 Minuten später. Richtige Kettenreaktion hier. Ja, 2 Minuten später klingelt es hier, ne? Und dann gehe ich so an die Tür und dann kommt dieser Rezeptionist an und fragt mich so, ja, wir haben gehört, Sie haben sehr laut geschrien. Haben Sie denn Probleme mit den Affen? Sollen wir irgendwas unternehmen? Und dann dachten wir, aber Sie wussten schon, es geht um die Affen und ihr habt keine Ehekrise oder ja, so. Ja, ja, okay. Genau. Aber die dachten halt wirklich so, wir haben den Affen angeschrien. Dabei hat Wolfgang nur geschrien, weil sich den Fuß zum dritten Mal gestoßen hat. Oh mein Gott, stell dir mal vor, die dachten, ihr seid so am Affen misshandeln oder so. Ja. Oh Gott. Die wollt euch schon rausschmeißen. Schreit hier besser nicht mehr rum. Das war auch sehr unangenehm. Aber Wolfgang war dann so, ich gehe da nicht an die Tür. Und ich so, ja, was soll ich Ihnen jetzt sagen hier? Oh Mann, wie unangenehm. Naja. Aber witzig, aber irgendwie auch gruselig. Aber ey, wenn ihr in diesen Affen halt geht, passt auf. Crazy, Mann. Also ich habe sowieso ein bisschen Angst davor, weil ich bin halt nicht gegen Tollwut geimpft. Ich denke. Hast du nicht noch die Impfung abgeholt? Nee, ich konnte nicht. Man brauchte irgendwie so, das war in so einem komischen Tagesabstand und dann war ich halt nicht zu Hause. Und dann konnte ich mir diese Impfung nicht mehr abholen. Ich habe alle anderen Impfungen, die eigentlich wichtig sind, aber halt keine Tollwut-Impfung. Ich habe auch. Was blöd ist, aber deswegen habe ich sowieso so ein bisschen Respekt Äffchen. Ich habe auch, weil ich die Affen ja schon in meiner Instagram-Story gezeigt hatte, hat mir auch jemand geschrieben und auch da weiß ich wieder nicht, ob das überhaupt nur ansatzweise war, aber so von wegen. Passt auf, dass ihr euch nicht beißen lasst, weil die können ja sämtliche Krankheiten wie zum Beispiel Tollwut übertragen, aber auch HIV. Und HIV, ich weiß auf jeden Fall, dass HIV ursprünglich vom Affen kam. Also der Affe ist das Tier, wodurch es auf den Menschen übertragen wurde, aber als ob jeder Affe HIV-Viren hat. Aber ich weiß es nicht, vielleicht ist es ja so. Wenn er welche hat, dann kann er es übertragen. Ja. Aber dann vielleicht ist es ja auch nur eine bestimmte Affenspezies aus Afrika, die HIV-Viren hat. Weiß ja, halt lass einfach trotzdem nicht beißen lassen, okay? Ja, ja ist, glaube ich, einfach lassen. So oder so nicht gut. Aber stell dir mal vor, Alter, du lässt dich hier im Affenwald aus Versehen von einem Affen beißen, hast auf einmal HIV. So, wie crazy wäre das denn? Das wäre ganz schön irre. Das wäre schon nicht so cool. Nee, es wäre nicht so cool. Wir gucken einfach keinen Affen mehr in die Augen, okay? Ich dachte so, wir gucken einfach nicht mehr in die DMs, was die Leute schreiben. Ja, toll. Einfach HIV von den Affen bekommen, ohne es zu wissen. Ja, aber auch in diesem Affenwald, ne, da war so eine Statue, die Affen werden, glaube ich, verehrt. Ich weiß aber, ist alles so gefährliches Halbwissen, was ich hier sage, ne? Aber das sind ganz viele Affenstatuen. Hätte sich mal informieren können vorher, ne? Ja, ne, richtig schlimm. Auf jeden Fall sind da so ganz viele Affenstatuen und da saßen auch so 3 Affen drauf und das waren noch so Babys. Das waren noch so ganz, so Teenager quasi. Teenager. Und ich gehe da so hin. Und guck die einfach nur an. Aber du darfst wirklich nicht zu nahe kommen, weil dieser Affe hat sich dann irgendwie auch wieder genervt gefühlt von mir und ist auf mich draufgesprungen. Nein! Julia. Oh mein Gott. Er ist auf mich draufgesprungen, hat sich an meiner Schulter festgeklammert und ich so, ach du Scheiße, was mache ich jetzt? Oh mein Gott, ich krieg jetzt AIDS! Und nicht das, lustig, Entschuldigung. Ja, das war auf jeden Fall auch nochmal ein krasser Moment. Aber er ist dann zum Glück wieder weggesprungen. Aber es gibt ein Foto. Ich gehe da mit Schutzanzug in diesen Affenwald rein. Nein, so, du darfst keine Angst vor denen haben, sonst nutzen die das aus. Aber Julia, es gibt ein Foto von diesem Affenanfall. Du machst es gerade nicht viel besser. Es gibt ein Foto von diesem Affenanfall und den werde ich auch auf Instagram posten. Das oh mein heißt, Gott, ja, der bitte. Ist, wenn diese Folge online kommt, ist der, glaube ich, auch schon online. Warte mal, hast du das als Live-Foto? Kann man dann vielleicht sogar sehen, wie er dich anspringt? Das wäre so lustig. Also Wolfgang hat sehr schnell auf Auslösen gedrückt, aber es das ist kein Live-Foto. Das wäre so cool. Oh Mann, schade. Okay. Ja. Und auch einmal, ey, ich war so richtig lebensmüde in diesem Laden, ne? Einmal habe ich mich neben so einen kleinen in Affen... In diesem Laden... In dem Wald, meinst du? In dem Wald, okay. Ja. Und einmal habe ich mich so neben so einen kleinen Affen gesetzt und habe einfach so meinen Finger hingehalten. Und dann hat dieser Affe... Bist du verrückt? Dann hat dieser... Es war aber so niedlich, ne? Dieser kleine Affe hat dann einfach meinen Finger so festgehalten oh mit seiner Gott, kleinen Hand. Oh Gott, ist das süß. Und jetzt dann, will ich doch zu den Affen. Ja, und dann gucke ich so einmal kurz weg davon und wollte so Wolfgang fragen, so, hast du davon ein Foto gemacht? Und in dem Moment siehst du einfach nur, wie dieser Affe dann die Hand loslässt und mit seinem Mund auf meinen Finger zukommt. Und in der letzten Sekunde habe ich noch so oh weggezogen. Mein Gott. Also, du musst aufpassen. Ja. Aber es gibt viele Momente, wo du schöne Fotos mit den Affen machen könntest. Okay, ja, mal gucken, ob es dazu kommt. Jetzt habe ich Angst irgendwie. Ah, ist schon crazy. Auch... Du musst immer aufpassen, dass wenn du über Bäume so mit so Ästen, die so über dich drüber ragen, wenn du da drunter läufst. Weil da ein Affe sitzen könnte? Dass da ein Affe sitzt und die pinkeln auch gerne Leute an. Ach cool! Weil Rob hat uns dann eine DM geschrieben, dass in der DM darauf geantwortet, dass die dass er angepinkelt wurde damals, oh mein als er Gott. Hier war. Aber wie witzig. Ja. Das ist echt krass. Okay, ja gut. Ich werde doch mit Schutzanzug in diesen Affenwald gehen. Stell dir mal vor, mit so einem Quarantäneanzug und so einem Imkerding. Obwohl, das bringt gar nichts gegen Beißen und so. Ich glaube auch was nicht. Was denn?
Motorradanzug und Imkeranzug drüber. So fette Lederjacke, Alter, da würdest du so eingehen hier. Ich weiß, ich gehe ja jetzt schon ein. Ja. Also Leute, hier sind es 30 Grad ungefähr, also immer so 29, 30, 31. Ja, aber Luftfeuchtigkeit 90%. Ja, genau. Ich schwöre. Es ist so, es ist einfach richtig, richtig feucht Absturz. Hier in der Luft und ich liebe es. Ich liebe es eigentlich auch, aber ich muss halt erstmal damit klarkommen. So, war das jetzt die erste Story von drei oder waren das alle? Ja, warte mal, ich muss hier so viel erzählen, Julia. Kleiner C. Ich habe noch eine, aber du kannst auch erstmal, willst du noch was Schönes erzählen oder soll ich dir noch direkt die dritte erzählen? Erzähl mir die dritte. Wir wurden von einem Geldautomaten abgezogen. Jetzt doch? Leute, ich glaube, ich wurde abgezogen. Jetzt mal ganz an der Stelle. Aber du hast immerhin überhaupt was bekommen. Warte mal, ihr habt nichts bekommen? Wir haben Geld verloren. Nein! Aber es war zum Glück nicht viel. Das Ding ist, Joey hat mir so erzählt, ja, hol auf jeden Fall lieber zu Hause, nee, was meintest du, irgendwie hol lieber zu Hause Geld, weil diese Automaten hier sind gruselig, ich glaube, wir wurden abgezogen. Nein, wir haben einfach nur gesagt, ihr sollt genug Bargeld mitnehmen, weil das einfacher ist, hier Bargeld zu wechseln und auch ein besserer Kurs, als mit der Karte hier an einem ATM abzuheben. Ja, okay, dann habe ich es einfach falsch verstanden und dachte, wir sollen indonesisches Bargeld schon mitbringen. Nee. Auf jeden Fall waren wir in Frankfurt am Flughafen und haben da halt Bargeld gewechselt, und ich habe 320 Euro abgegeben und 3.600.000 Rupia, bekommen. Das und ist dann so crazy allein. Dann, ja, das ist 3 crazy. 3 Millionen ja, einfach. Voll. Und dann haben wir so nach dem Wechselkurs geguckt, der so normal ist. Und eigentlich hätten wir 4.800.000 bekommen sollen. Ja. Naja. Aber wie gesagt, immerhin habt ihr Geld bekommen. Wir haben unsere Karte reingeschoben. Ganz normal den Code eingegeben und gesagt, wie viel wir abheben wollen. Mhm. Und dann kam irgendwie so von wegen Transaction wurde bestätigt. Ja. Dann kam die Karte raus und das Geld nicht. Nein, ja. Einfach gar nicht. Und das Krasseste daran war, dass wir extra zur Rezeption in unserem Hotel gegangen sind und gesagt haben, welche ATMs hier sind vertrauenswürdig? So, zu welchen sollen wir gehen? Perfekt. Und die noch so, geht zu BCA, Bank of Central China, Asia, nicht China. Und das ist so ein blauer Automat, könnt ihr nicht verfehlen. Wirklich, da sind 1000 Automaten. Wir suchen ewig nach diesem scheiß BCA-Automaten. Und gehen genau dahin. Okay, also bei der Rezeption werdet ihr jetzt wohl nicht mehr nachfragen. Nee, ganz ehrlich. Crazy. Ja, toll. Ja. Aber es waren umgerechnet nur 35 Euro, weil das war eh so ein Test, ob es klappt. Ah, okay, gut. Und deswegen zum Glück. So, das ist noch verkraftbar. Ja. Ich glaube, das bei mir bei dem Flughafen war auch normal, weil die da halt einfach einen scheiß Wechselkurs haben und dann halt auch noch voll Gebühren nehmen und sowas, wenn man es halt am Flughafen macht. Das war halt auch einfach nicht so schlau. Ich glaube, das ist relativ normal. Ja. Ja, was willst du machen? Naja, so ist es. Eigentlich wollte ich dir noch was zeigen oder erzählen, aber es ist jetzt so random. Ich habe, ich war ja vor 2 Tagen noch zu Hause und ich hatte vor ein paar Tagen einen Obi-Dreh. Okay. Und da habe ich mit Moritz zusammen einen Makeover für so 2 Schülerinnen gemacht und wir haben die ja bei der Schule abgeholt. Und weil uns langweilig war, als wir gewartet haben, haben wir irgendwie mal die Schule gegoogelt und nach den Rezensionen geguckt. Weil wir gesehen haben, man kann einfach Schulen bewerten. Bei Google. Einfach. Ich wusste das nicht. Ich auch nicht man gedacht. Kann einfach Schulen bewerten. Und was da stand für Sachen, ne? Das fand ich so unfassbar witzig. Ich habe danach auch mal nach meiner Schule geguckt, was da so stand. Oh mein Gott. Es ist einfach so lustig. Leute, wirklich, googelt mal eure Schule und guckt nach den Rezensionen. Ich sag euch, das ist einfach übel fand. Ich lese dir jetzt mal ein paar vor, okay? Okay. Also, erstmal, 1 Sternbewertung wurde mit 20 Gramm Ott erwischt. Hilfreich für 5. Was ist Ott? Krass. Nennt man das Ott? Ja. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Joey ist nicht, Ich bin nicht so drin, was Drogen angeht. Ja. Nee, ich auch nicht, aber das heißt, man nennt es Ott. Das habe ich noch nie gehört. Ja, und ich finde, okay, du findest es gar nicht wurde so lustig. Wurde mit 20 Gramm Ott erwischt? Wurde mit 20 Gramm Ott erwischt. Also mit 20 Gramm Gras erwischt. Habe ich gerade gesagt? Du hast gesagt, 20 Gras Ott erwischt. Komplett lost gerade. Nee, auf jeden Fall, er gibt so eine 1-Sterne-Bewertung ab und sagt, die Schule ist scheiße, weil ich wurde mit 20 Gramm Ott erwischt. Und du kannst dann halt auch noch angeben, ob der Beitrag für dich hilfreich war. Ja, okay. Und da steht dann noch hilfreich für 5. Also 5 Leute haben gesagt, danke, ist hilfreich. So, jetzt verstehe ich es, ja. Ja. Das ist schon crazy. Und was war das? Also es war eine in NRW, in Köln quasi, oder? Ja, in Bergisch Gladbach war das eine. Ah, okay. Ey, so witzige Sachen. Hier nochmal eine 1-Sterne-Bewertung. Das ist so nicht gut für meinen Sohn, richtige Müllschule. Müllschule. Das Ding ist, es geht halt so weiter, ne? Das klingt aber so, als würde ich eine Rezension für die Schule schreiben. Richtige Müllschule. Ja, wirklich, richtig.
Und dann hier auch einer, ein Stern, dank euch habe ich Corona. Hilfreich für 10. Ich wieder dachte, oh mein alles klar. Gott. Vor allem, wer drückt auf dieses Hilfreich? Hast du da jemals drauf gedrückt? Ob Nein, du... ich wusste das auch vorher nicht, dass das existiert. Ja. Nee, also ich habe das aber letztens erst gesehen, dass, dass du bei voll vielen Sachen auf Websites angeben kannst, ob du das hilfreich findest. Ja, voll schlau. Ich mir dachte, ich würde da nie drauf drücken. Na, aber eigentlich ja schon gut, weil dann werden die weiter nach oben gerankt und dann können mehr Leute Hilfe bekommen. Okay, mach noch eins und dann habe ich eine Frage zu Rezensionen an dich. Okay, ja gut, eins, eine war sogar positiv, 5 Sterne vor 2 Jahren aber. Richtig geile Schule, kommt alle ran, Ausrufezeichen, 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 Hashtag beste Leben, Hashtag 187, Hashtag Babaschool, Hashtag Lernen ist nur für Harzer. So krass. Hölle. Das heißt also, man kann daraus quasi lesen, es ist nicht so die Elite-Schule. Ja. Und dann habe ich auch noch eine Rezension. Ich habe dann halt nach meiner Schule geguckt. Ja. Und hier ist auch eine richtig geile. Ein Stern. Diese Schule ist an Inkompetenz nicht zu übertreffen. Behindertendiskriminierend und engstirniger geht's nicht. Entweder man kuscht und sagt zu allem Ja und Amen oder ein behindertes Kind wird mit Tadeln versucht, von der Schule zu kanten. Dies ist eine bodenlose Unverschämtheit. Aber nicht mit mir, Leute. Hilfreich für 42 Leute. Oh mein Gott, aber ich meine, das ist ja immerhin konstruktiv, ne? Ja, es ist immerhin also, eine richtige Bewertung, so, ne? Aber da dachte ich auch so, oh mein Gott. Deine Schule. Und meine Schule? Kannst du es bestätigen? Sind die behindertenfeindlich da? Ich habe es nicht mitbekommen eigentlich, aber ich fand sie trotzdem doof. Aber das fand ich schon krass. Ich dachte, okay, einfach eine Google-Bewertung. Diese Mutter wahrscheinlich hat sich gedacht, ich bin sauer auf diese Schule, ich schreibe jetzt eine Google-Bewertung. Ja. Ich auch schon crazy einfach. Aber das finde ich, also ich glaube, wenn mein behindertes Kind da gemobbt und rausgeekelt werden würde, dann würde ich auch sauer werden. Da würde ich auch alles versuchen, um diese Schule runterzumachen. Ja, ich glaube, meine Schule ist sowieso nicht so beliebt und also... hat nicht so den guten Ruf. Du hast mir auch schon ein paar krasse Stories über deine Schule erzählt, aber... Oh well, we can't tell that now. Vielleicht in ein paar Jahren, wenn meine Schwester nicht mehr auf der Schule ist. Ah, okay, I see. Aber jetzt noch nicht. Okay. Ja. Aber ey, hast du jemals eine Google-Rezension geschrieben? Nee. Nee, ne? Du? Nein. Ich würde auch nicht auf die Idee kommen, ey. Ich würde mir so denken, Alter, ich habe doch so viel bessere Sachen zu tun, als so eine Rezension zu schreiben. Ja, voll. Aber... es gibt Menschen, die leben nach für Rezensionen, ne? Ja. Aber andererseits muss ich halt auch zugeben, ich lese mir echt oft Rezensionen durch. Ich lasse mich auch davon beeinflussen. Ja, same. Und das ist eigentlich so voll Doppelmoral. Meine Eltern anscheinend nicht, sonst wäre ich nicht auf dieser Schule gewesen. Nein, Spaß. Okay, so schlimm ist meine Schule jetzt auch nicht gewesen, aber... Das ist eine richtige Assi-Schule. Nein, war sie eigentlich nicht. Eigentlich war sie ganz gut. Hashtag 187. Ja, das war die andere Schule. Das war die in Bergisch Gladbach, über die ich noch gesprochen habe. Aber ich finde das auch voll krass eigentlich. Ich schreibe nie Rezensionen, ob ich was gut fand oder schlecht, total egal. Aber ich suche Restaurants und alles so krass nach Rezensionen aus. Voll dumm eigentlich, voll asozial. Warum helfen wir nicht dabei? Aber ey, bei mir nicht mal Restaurants so krass, sondern zum Beispiel ein Zahnarzt. Ich habe letztens einen neuen Zahnarzt gesucht. Okay, ich habe nie in meinem Leben einen neuen Zahnarzt gesucht, deshalb. Also ja, okay. Aber ich habe letztens wirklich meinen Zahnarzt gewechselt und ich habe da so krass Rezensionen gelesen dafür. Ich habe mir richtig viel Zeit genommen. Ja, aber da ist, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Obwohl, vielleicht ist Zahnarzt auch so ein Ding wie Schule. Weil welcher Mensch rezensiert einen Zahnarzt? Doch, also oder ich glaube, Schule? Wenn ich eine Rezension schreiben würde, dann am ehesten für einen Arzt. Ja? Ja. Ja, okay. Und? Die Rezensionen waren gut und du warst da und war es auch gut? Ja, ist gut. Ich bin zufrieden mit meinem neuen Zahnarzt. Das ist Hammer. Ja. Das freut mich. Aber voll asozial, dass wir selber nicht bewerten, ne? Ja, lass mal mehr bewerten. Muss man eigentlich machen. Wir haben letztens einmal eine Bewertung geschrieben, Kim und ich zusammen, nachdem wir in Paris waren, weil das Hotel scheiße war. Ja, man schreibt auch nur Bewertungen, wenn es kacke ist, ne? Ja. Aber da war es auch nur, weil wir von Booking gefragt wurden, ob wir eine Rezension schreiben wollen. Und sie war dann so, ja, ganz ehrlich, lass eine schreiben, das war echt Frechheit. Ey, aber stimmt, ich bin so krank fanatisch, wenn es um so Hotels und so und Unterkünfte buchen geht. Ich lese so viele Bewertungen und wirklich so in regelmäßigen Abständen, bis der Urlaub beginnt. Selbst wenn ich ein halbes Jahr vorher gebucht habe schon. Ich habe sogar noch in Bangkok,
am Flughafen die Rezension von diesem Hotel, wo wir gerade sind, jetzt? Gelesen. Ja, aber was wäre denn gewesen, wenn da dann plötzlich eine Rezension gewesen wäre, die gesagt hat, richtiger Ranzschuppen, total schlecht, letztes Jahr war viel besser, jetzt total kacke. Ich was hättest du denn gemacht? Ja, wäre dumm gewesen, ja. Aber ich wusste ja, dass es hier schon ein geiles Hotel ist, deswegen war das für mich eher so Vorfreude. Ah, so. Wahrscheinlich einfach nur zum Vorfreude. Ja, genau, damit ich nochmal motiviert bin, jetzt nochmal 3,5 Stunden zu fliegen. Ja, okay. Ey, Joey, du hast mir gar nicht die knackigen Fragen zu Ende gestellt. Stimmt. Was ist eigentlich damit? Stimmt, ich habe nur 2 bekommen letztes Mal. Stimmt. Ich will mehr. Haben wir eigentlich mal Feedback bekommen zu den knackigen Fragen, was die Leute dazu sagen? Ich habe nichts gelesen. Ich auch nicht. Scheiße. Ah, Leute, übrigens, falls ihr das gerade hört auf Spotify, folgt uns doch. Stimmt. Wir würden uns mega darüber freuen. Das ist wichtig für uns. Das ist wichtig und gut für uns. Wir kriegen zwar dann nicht mehr Geld oder sowas, aber... Nö, gar nichts, aber wir würden uns einfach voll darüber freuen, weil wir gehört haben von Spotify, dass das gut ist, wenn man uns folgt. Ja. Und dann kriegt ihr auch immer eine Benachrichtigung. Nee. Nee, weiß ich gar nicht, was sie da kriegen. Irgendwas kriegt ihr dann aber mehr, als wenn ihr uns nicht folgt, Leute. Ihr kriegt also dann bestimmt immer McDonald's-Gutscheine und so. Oh mein Gott. Folgt uns für neue McDonald's-Gutscheine. Das war gerade nicht ernst, was Julia gesagt hat an dieser Stelle. Ich weiß auch nicht, was bringt eigentlich Folgen auf Spotify? Ich glaube schon, dass du Benachrichtigungen bekommst. Nee. Jetzt mal ohne Spaß gerade kurz, ich weiß es nicht. Ich folge auch total vielen Podcasts. Also Wolfgang hat uns gefolgt und der hat eine Benachrichtigung bekommen am Freitag, als unsere neue Folge online kam. Ah, aber ist das nicht nur, wenn man auch die Glocke aktiviert? Julia, wir müssen das den Leuten jetzt hier schmackhaft reden, dass ach sie so uns folgen. Nicht jetzt Leute, auch noch. Folgt uns mal und guckt, was passiert. Genau. Und dann schreibt uns. Seht das als Experiment genau, an. Genau, das ist ein wichtiges Experiment. Als lebensnotwendiges Experiment. Ja. Genauso wie uns zu bewerten. Ja. Mit 5 Sternen vielleicht sogar. Das wäre total toll. Aber seid auch ehrlich, wenn ihr es kacke findet, dann... Nein, gebt trotzdem 5 Sterne. Genau, ja. Okay, so, ich muss erstmal meine Fragen finden. Die sind schon so alt, weißt du? Okay, hier. So alt auch nicht. Okay, warte, was haben wir denn hier als nächste Frage? Ich muss dazu sagen, es sind nur 2. Ich habe damals nur 4 rausgesucht. Oh mein Gott. Ey, Julia, ich habe eigentlich auch noch so viele Sachen, die ich erzählen muss, ne? Warte mal hier. Okay, eine witzige Story muss ich noch erzählen, okay? Oh. Nee, ich will jetzt erst die Fragen. Oh, du blöde Kuh, okay. Die sind halt nicht so gut, ich habe zumindest Angst, dass sie nicht so gut sind. Ja, hätte sie mal mehr Mühe geben müssen. Deine Follower haben bestimmt tolle Fragen gestellt. Okay. Are you ready? I'm ready. Das ist ja von den Followern. Ja, ja. Aber da waren bestimmt dann auch tolle bei. Oh, jetzt habe ich die Frage schon wieder vergessen. Welches Haustier würdest du dir niemals holen? Eine Katze. Eine Katze? Ich habe eine Katzenallergie. Ah, okay. Total spannende Antwort, oder? ja, ich habe jetzt nee, was. Ich würde mir viele Tiere niemals holen. Ich würde mir niemals ein Meerschweinchen, Hamster, Kaninchen holen, wenn ich nur so einen kleinen Käfig hätte, weil ich das ganz schlimm finde, wenn die so in Käfigen zu Hause gehalten werden, in diesen kleinen, ja, die ganz normal sind für Kaninchen, aber es ist viel zu klein. Wir hatten früher Kaninchen, aber wir hatten so einen 8 Quadratmeter Stall im Garten einfach für die. Auch im Winter dann? Ja, die waren halt draußen, so Wind, so draußen gewöhnt. Tiere. So. Aber Winter, die hatten halt auch einen kleinen Stall, wo sie reingehen konnten. Die aber waren winterhart. Die waren winterhart, unsere Kaninchen. Aber die waren dadurch halt auch ein bisschen wild. So. Die hatten keinen Bock auf Kuscheln und sowas, weil die halt immer nur am Buddeln waren. Aber die haben ihr bestes Leben gelebt. Das war toll. Aber dann voll sinnlos, oder? Das ist dann kein richtiges Haustier. Nein, das war schön, dass die da waren und wir denen ein tolles Zuhause geben konnten. Ja, aber die legen ja nicht mal Eier oder so. Also hast du ja nichts von denen, außer die anzugucken. Warum muss ich denn was von denen haben? Na, weiß ich nicht. Irgendwie ist voll sinnlos, ein Haustier zu haben, wenn du nicht mal mit denen kuscheln kannst. Ja, aber die waren süß anzusehen und die hatten Spaß und das war cool. Aber das finde ich genauso dumm bei so Reptilien, die man hält. Das so ich so mir eine Bartagame. So, was hast du von einer fucking Bartagame? Lass sie doch in der oder Wüste von einer oder Schildkröte, die so das halbe Jahr eh unter der Erde chillt. Stimmt. Die musst du auch so, manche Schildkröten musst du in den Kühlschrank tun für so 3 Monate, ne? Ja, wie bekloppt. So, damit das die ist irgendwie. Absolut verrückt einfach. Damit du so die Winterstarre irgendwie einleiten kannst oder so eine Kacke. Ja, finde ich auch total crazy. Nee, also so Kaninchen und sowas würde ich mir niemals jetzt so holen, weil ich halt keinen Garten habe. Mhm. Katze, weil ich allergisch bin und Reptilien sind ja einfach sinnlos. Ja. Also ich hätte zu dir gesagt, auch, dass ich mir auf keinen Fall nochmal so typische Nagetiere anschaffen wollen würde, wie so Meerschweinchen oder Zwergkaninchen. Aber eigentlich sind die so süß. Ich habe letztens, bei Frühling wieder mit richtig vielen Meerschweinchen und Kaninchen gedreht. 40 Stück oder so waren das. Ganz, klingt ganz ein bisschen irre. Komisch. Mit ganz vielen Meerschweinchen gedreht. Ja, das war auch verrückt. Was ist das nochmal für eine Sendung, Frühling? Worum geht's da nochmal? Ja, da war also es ging da um eine Messi-Frau, die sehr, 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 sehr viele Tiere hat. Tiere gesammelt hat quasi. Ja, quasi. Aber die wurden alle gut behandelt. Also, ne? Ja. Es war jetzt
Die waren ja auch nur quasi für genau, die Serie da. Genau, nur für den da. Dreh waren die da und ja es ging denen gut. Also Leute, nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, wir haben die da. Nein, ja. Denken die Leute nicht. Nee, auf jeden Fall waren die so süß. Da war ich wieder so, oh mein Gott, Meerschweinchen sind so underrated. Die sind so unfassbar süß, sind so kleine, kuschelige, knaufige. Ja, aber wenn du die so einmal siehst und dich vor allem den ganzen Tag nicht darum kümmern musst, dann ist es süß. Aber die machen mehr Arbeit, als du denkst. Und vor allem, Zwergkaninchenpisse riecht so eklig, wenn Findest du die nicht du? Sofort wegmachst. Ja, richtig ekelhaft. Mag ich gar nicht. Oh. Und was nämlich bei Meerschweinchen und so Kaninchen sowas das Ding ist, du darfst die ja nicht einzeln halten, weil das sind ja so, ja. Ich weiß nicht, ob das, sind das Rudel? Herden? Herden. Schulen? Schulen, Herden, Herdenrudel. Auf jeden, ja, so genau. Rudeltiere quasi. Ja. Also du musst das die mindestens zu zweit halten. Das ist das Allerschlimmste, das machen ja auch manche. Ja. Das finde ich so grausam. Leute, falls ihr ein Kaninchen habt, aber nur eins, kauft euch ein zweites. Ja. Sonst bin ich sauer auf euch. Aber das ist ja wieder dieser Struggle, ne? Die Viecher werden ja auch alt. Die werden so 10, 15 Jahre alt, wenn sie Glück haben. Ja, aber ist doch toll. Also ganz ehrlich, ich hatte wirklich lange Kaninchen. Mhm. Nee, so alt werden die nicht. Ich glaube schon. 10, 15? Also vielleicht ist 15 schon sehr alt, ja, aber das so, ist ich glaube 10 sehr können alt. Die echt irgendwie werden. Irgendwie 8 bis 10 oder so sind meine immer geworden. Ja, du auf einmal hier wieder die Kaninchenexpertin. Naja, das waren die einzigen Haustiere, die ich immer hatte. Ich habe 6 verschiedene Kaninchen gehabt in meinem Leben und es waren immer 2. Ja, sehr gut. Bin stolz auf dich. Und ich fand es immer toll. Also ich glaube, für Kinder ist es toll, Kaninchen zu haben. Aber wenn du so eine erwachsene Person bist, die auch einen Hund gewöhnt ist, ja, dann brauche ich auch kein Kaninchen. Ja, die Kaninchen sind ja auch eher so Haustiere für so, wenn du in der Stadt wohnst und keinen Platz hast für einen Hund oder sowas. Dann holst du dir... Nein, das ist aber nicht gut. Ja, ne? Das ist dann auch wieder damit. So ein... Oh, was noch schlimmer ist, was mir gerade einfällt, Vögel zu halten. Ja, das finde ich auch das krass. Das ist ja so Asi eigentlich, oder? Ja, so ich weiß Vogel es nicht. Also ich habe davon zu wenig Ahnung. Vielleicht gibt es auch halt so kleine Vögel, die das nicht juckt, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Genauso wie bei Fischen finde ich auch schlimm. Also ich finde alles schlimm eigentlich. Also guck mal, so ein Vogel hat quasi einen ganzen Himmel für sich. Der kann da so frei fliegen. Und ein Vogel ist also das Einzige, was ein Vogel, also was so ein Alleinstellungsmerkmal von einem Vogel ist, ist fliegen. Und wenn du den ja. in den Käfig einsperrst, dann kann dieser Vogel nicht fliegen. Ja, das du nimmst stimmt. ihm also quasi alles, was sein Leben ausmacht. Ja. Das kann nicht gut sein. Nee, das stimmt. Also, oh Mann, sorry an dieser Stelle an alle Vogelzüchter und Vogelhälter, aber das geht so nicht. Nee, finde ich auch nicht cool. Aber das ist bei den meisten Tieren so. Es kommt halt immer drauf an, wie du sie hältst. Klar, du hast dann wieder dieses Argument, ja, sie sind ja nichts anderes gewöhnt und wenn er nicht weiß, wie fliegen ist. Nee, das Argument finde ich auch scheiße. Ja, finde ich, das zählt ja, nicht. Ja, das so. Finde ich auch doof. Das arme Wellensittich, der noch nie in seinem Leben gemerkt hat, wie man seine Flügel bewegt, damit man einfach nur in der Luft ist. Oh mein Gott, ja, es ist grausam. Und ey, aber guck mal, ich wette, 70% unserer ZuhörerInnen hatten schon mal einen Wellensittich. Also ich hatte zum Beispiel auch einen Wellensittich. Echt? Ich habe mir nicht. Als Kind nie Gedanken darüber gemacht. Ja, machst du ja auch nicht nee. Als Kind sowieso. Und dann, richtig asozial auch, wenn der dann genervt hat und so irgendwie rumgemerkt hat, abgedeckt, so eine oder? Decke drüber einfach. Oh, so schlimm, schrecklich, ey. Ja, es ist total schrecklich. Aber gut, es kommt, also ich meine, ich finde auch, es gibt die meisten, was heißt die meisten? Es gibt Tiere, die solltest du einfach nicht halten, aber bei den meisten Tieren, die du hältst, da kommt es einfach drauf an, wie du sie hältst. Ja. Weil es gibt, das ist genau wie das, was ich mit Kaninchen meine. Ich kenne welche, die haben... was ich so grausam finde, die haben einfach so einen Mini-Kaninchenstall für ein Kaninchen unter der Kellertreppe. Was ist das denn? Unter der Kellertreppe, ja. Wo kommt, wo nicht mal Licht hinkommt. Ja, die haben da immer kommt Nacht. Nicht mal Licht hin. Also ich meine, da ist schon ein Fenster, aber halt ein kleines so. Einfach an der Kellertreppe und dann auch nur ein Kaninchen. Das ist doch schrecklich. Das ist richtig Tierquälerei. Das ist absolute Tierquälerei so. Das wartet einfach nur auf seinen Tod quasi. Das ist grausam. Es ist einfach wirklich grausam. Und es wird so einmal im Monat, wird das so nach oben gebracht, weil man den Stall kurz sauber machen muss. Ich weiß es nicht, ich kenne die nicht. Ich kenne die nicht gut genug. Ich weiß nur, dass es da halt, dass die sich ein Kaninchen geholt haben und dass es da steht. Ja. Und das finde ich so schrecklich. Dasselbe dachte ich mir ja auch gestern. Wir waren in so einem Restaurant, daneben war so ein richtig kleiner Teich mit Koi-Karpfen drin. Mhm. Und der war wirklich nicht größer als eine Badewanne, so eine herkömmliche Badewanne. Wo du dir so denkst, ah, was hat der Fisch hier für eine Aufgabe? Das ist doch so... Ja, aber guck mal, an dem Punkt kommt man dann halt auch wieder zu Tierhaltung auf Bauernhöfen und sowas für Tiere, die Milch geben und gegessen werden. Das ist halt alles ein riesiger... Also auch Käfige im Endeffekt. Ja, so ein Schwein in einen kleinen Käfig zu halten, ist bestimmt auch nicht so, was sich das Schwein vorstellen würde. Ja, oder in Massentierhaltung, was ist das denn? Das ist alles grausam. Ja. Aber bei Haustieren können wir wenigstens mehr Einfluss nehmen als bei der Massentierhaltung. Hey, wir können bei der Massentierhaltung auch Einfluss drauf nehmen, indem wir kein Fleisch essen. Dadurch, dass du es nicht unterstützt,
trägst du nicht dazu bei, dass es weiter so geht? Und umso mehr Leute sich entscheiden dafür, zu sagen, ey, finde ich nicht so schön, wie die Tiere da gehalten werden, ich verzichte jetzt auf Fleisch. Ja, das stimmt. Oder ich esse schon mal weniger Fleisch, ist ja auch schon viel wert. Weil das auch stimmt. Wenn die Nachfrage sinkt, auch wenn sie nicht sofort weg ist, müssen die Hälter dieser Tiere sich ja dann auch Gedanken machen, okay, lohnt sich jetzt nicht mehr so viele Tiere da in Käfigen zu halten. Ja. Ist ja auch schon mal besser, als wenn du jeden Tag Fleisch isst zu jeder Mahlzeit. Ja, absolut. So meinte ich das auch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich's, ja, was ich aber gerade es eigentlich ist so, sagen wollte. Ja, du meinst einfach so, du hast nur passiv Einfluss darauf. Genau, du hast passiv Einfluss und bei Kaninchen kannst du dich halt entscheiden, ob du dir jetzt eins holst oder nicht. Ja. Und wie du es dir holst. Und ob du dir wenigstens dann zwei holst. Genau. In einem großen Käfig. Genau. Ja. Ja, ich glaube auch, guck mal, so ein Kaninchen, ich glaube, so stell dir mal vor, so ein weißes Laborkaninchen mit so roten Infrarotaugen. Oh Gott, das ja. Das würde bestimmt auch eh nicht in der Wildnis überleben. Ich glaube, das kannst du nur im Käfig halten. Das würde ja sofort... Aber warum? Das kann sich doch nicht tarnen. In der Natur sind doch alle Kaninchen und Hasen, sind ja, doch alle braun. So braun, beige. Ja, aber die würden dann halt... Gefressen werden, sofort. Ja, aber viele Tiere werden in der Wildnis dann einfach so gefressen. Das kannst du ja auch nicht, also... Ja gut, aber die sind da halt... Kannst du ja gar, dann dürfen keine Tiere existieren, Joey. Nee, aber guck mal, so wenn du dich gut tarnen kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gefressen wirst, niedriger, ja, als wenn du dich gar nicht tarnen kannst. Ja, aber guck mal, dann kannst. Würden diese Kaninchen einfach irgendwann nicht mehr existieren, sondern es würden nur noch... Ja, die würden sofort aussterben, wenn du die jetzt freilassen würdest. Ja, und... Ganz ehrlich, ist es doch besser, wenn die dann aussterben, als wenn es immer weiter diese weißen Kaninchen gibt, damit sie dann für Tiertestungen benutzt werden. Ja, nee, da wollte ich ja gar nicht drauf hinaus. Das ist ja logisch. Ich dachte, du hast gerade die Armen, die werden aussterben, dann lass die doch lieber halten. Nee, so meinte ich es nicht. Ich meinte nur so eigentlich voll crazy, oder? Dass ja. Die so. Aber das hatten wir auch schon bei dem Thema Tiger und Löwe, dass das so komplett künstliche Tiere eigentlich sind. Also ein Liger oder ein Töwe. Liga-Töwe. Okay, wollen wir zur nächsten Frage kommen? Ja. Boah, wir labern uns heute richtig fest hier auf Bali. Voll spannend aber hier alles gerade, ne? Ich find's ganz toll hier. Okay, wir kommen zur letzten Frage hier auch schon. Was regt dich an mir am meisten auf? Also. Boah, du so direkt so ein Katalog vor dir, bildlich. Was mich an dir so am meisten aufregt, ich glaube, dass du zu viel über alles nachdenkst. Das regt mich an mir selbst auch am meisten aber auf. Aber jetzt nicht grundsätzlich, sondern so Dinge, die mich auch betreffen. Weißt du? Also, nee, das regt mich auch so auf, weil ich mir denke, du könntest so viel einfacheres Leben teilweise haben, wenn du über manche Dinge einfach nicht so viel nachdenken würdest. Mhm. Aber auch, wenn es irgendwie so um Entscheidungen jetzt zum Beispiel für den Podcast oder sowas geht oder irgendwie sowas mit Videos oder so oder wenn du irgendwas rausschneiden willst, ja, wo ja. Ich mir denke, hä? Ist doch voll in Ordnung. Ja. Ja, nee, aber man könnte ja das und das denken und es könnte ja das und das sein und nee, das ist ja vielleicht, aber nee, da muss ich nochmal genauer drüber nachdenken. Nee, gib mir mal 2 Tage. Ja, ja. Das vielleicht, aber so richtig stören tut es mich jetzt auch nicht. Aber das ist wirklich so meine größte, ja. Ich würde es nicht aber sagen, doch Schwäche. Aber doch manchmal will ich dich schon schlagen dann. Ja, so schlimm schon? Wenn du so leicht in die Seite boxen. Ja, und bei mir? Darum geht's nicht. Oh Mann. Geht ja nur um mich. Ja, aber darf ich nicht zurückfragen? Ich hab dir doch jetzt was gesagt. Ja, das andere stört mich nicht. Eigentlich müsste ich jetzt aber auch auf die Frage antworten, was mich an mir am meisten oh ja. Stört. Und? Ich glaube, es wäre auch das Gleiche. Ja, guck. Ich bin wirklich ein sehr, sehr verkopfter Mensch. Also ich denke wirklich extrem viel über alles nach und auch über Wirkungen von dem, was ich sage. Selbst wenn das noch so voll weit in der Zukunft liegt. Ja, was ja grundsätzlich gut ist, ja. Aber halt auch bei Sachen, wo es echt egal ist. Ja, auch so, wo ich mich unnötig belaste einfach. Ja. Mit so Szenarien, die zu so einer geringen Wahrscheinlichkeit nur eintreffen, ja. Aber die habe ich schon komplett durchgespielt in meinem Kopf. Ja. So 3 Stunden nachts, während ich eigentlich ja, schlafen richtig, könnte. Ja, richtig, genau. Und solche Sachen, auch wenn Joey mir das dann manchmal erzählt, denke ich so, wow, wie kommst du überhaupt darauf? Habe ich im Leben nicht drüber nachgedacht. Solche Gedankengänge hast du? Really? Weird. Ja. Ja, ich glaube das. Aber was regt mich denn an dir am meisten auf? Dass ich immer alles alleine machen will. Ich glaube, dadurch, dass ich so bin, regt mich manchmal an dir auf, dass du so leichtsinnig immer bist. Dass du immer, du bist so nervig optimistisch, wenn oh, man das überhaupt sagen kann. Julia ist immer so, ja, wird schon irgendwie. Zum Beispiel, ich war so richtig so, hoffentlich vergisst Julia nix, um diesen Podcast hier auf Bali aufzunehmen. Und ja, hab ich doch nicht. Dann kommt sie so an und sagt so, ah, ich habe übrigens mein Stativ vergessen, aber ich habe das von Matthias genommen. Das ist zwar viel zu klein, aber das wird schon irgendwie. Und ich denke so, das ist ja überhaupt nicht Julia. Zu klein. Es ist halt, ich habe halt so ein Popelstativ jetzt hier, was wenn ich einmal drauf dran tippe, dann fällt es wahrscheinlich um und zerbricht auch in 1000 Teile. Ja, als wäre es aus Glas. Ja, so schlimm ist es auch nicht. Es ist halt so ein kleines...
So ein nicht so hochwertiges Stativ. Ja, es kostet also wahrscheinlich so 9,99 Euro. Wenn überhaupt. Wahrscheinlich so 5 Euro. Also wirklich ein so aus billigem Plastik so. Aber ja, ist doch nicht schlimm. Ich habe es halt vergessen, habe ich das andere noch, habe die Lösung und ja, es funktioniert. Ja, und das ist es ja. Ist doch am Hammer. Ende des Tages funktioniert es ja immer bei ja, dir. Warum also ausrasten? Ja, eben. Und ich mache mir wegen jedem Scheiß so eine Platte und sogar wegen Sachen, die dich nur betreffen, weißt ja, du? Ja, und ich denke mir so, hä, ist doch alles cool. Ja. Ist doch nichts passiert, ist doch alles in Ordnung, das Stativ steht. Aber ich weiß. Und die Kamera nimmt auf. Aber stell dir mal vor, wir wären beide so wie du oder beide so wie ich. Das, oh, das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Ja, es ist meistens immer gut, wenn einer so ist und der andere so. Bei mir ist es auch so, ich bin so wie ich bin und Matthias ist so ein bisschen mehr wie du. Ja, stimmt. Und Matthias glaube, und ich sind uns eigentlich ähnlich. Ja, ihr seid euch ähnlich. Was das und ich bin viel mit so Leuten befreundet, die so sind wie ihr. Ja? Ja. Ja, deswegen, weil alle, die Arbeit abnehmen, deswegen bist du so, machen die anderen schon. Nein, gar nicht mal. Aber ich glaube, dass sich das einfach gut ergänzt vielleicht. Ja, als, wenn man, als wenn beide da sitzen und sich einen riesen Kopf machen oder beide da sitzen und vielleicht, also das Ding ist, ich krieg ja, ja, ich krieg wahrscheinlich mehr Probleme dadurch, dass ich nicht darüber nachdenke, als ihr, dass ihr zu viel darüber nachdenkt so. Du kriegst mehr Probleme dadurch. Naja, wenn ich jetzt einmal zu wenig drüber nachdenke mit dem Stativ, habe ich wirklich, vielleicht wirklich keins. So, weißt du, das kann ja mir mehr passieren, als wenn du fünfmal drüber nachdenkst, ob du das Stativ auch wirklich mitgenommen hast. Aber ich finde, der große Unterschied ist, wir sind schon so lange am Arbeiten mit Stativen und Kameras und sowas, dass wir schon alle möglichen Szenarien hatten und eigentlich ganz genau wüssten, wenn jetzt wirklich kein Stativ da ist, wir würden eine Lösung finden, um ja, irgendwie diese Kamera hinzustellen. Ja, und eben. Und dieses Bewusstsein darüber sollte einen eigentlich so ein bisschen auch entspannen. So von wegen, ja, selbst wenn ich das Stativ vergesse, dann finde ich schon was anderes. Dann baue ich mir halt eins. Und ich stresse mich aber so viele Tage vorher, bevor ich überhaupt das Stativ einpacken kann, darüber, dass ja, ich das Stativ vergessen könnte. Ja, es hat alles irgendwie Vor- und Nachteile. So, ich denke auch manchmal dann wirklich zu spät über Sachen nach und habe dann ein Problem oder muss dann irgendwie mehr Geld bezahlen über was, für was, weil ich halt nicht früh genug nachgedacht habe oder sowas. Ja. Das passiert auch. Also es ist alles jetzt nicht hat alles seine perfekt, Vor- und Nachteile. So. Aber du machst schon zu doll manchmal. Ja, ja, du auch. Deswegen ja, ergänzen wir uns so gut. Aber mein Stativ funktioniert ja. Ja. Siehst du, deswegen habe ich eigentlich jetzt kein Problem. Meins auch. Und ich habe sehr viel mehr Energie aufbringen müssen. Ja, siehst du, da ist der Unterschied. Und Lebenszeit, die ich jetzt dadurch verschwendet habe und nicht mehr nach hinten heraus habe, um dieses Stativ hier zu haben. Ja, aber es ist hier. Und im außerdem, Endeffekt ist alles cool. Und außerdem, ich lerne ja dazu und ich werde auch ruhiger. Ja, das ist super. So, ich würde sagen, das war eine richtig schöne, knackige Folge, aber wir enden die noch mit dieser letzten kleinen Story, ja, die ich dir erzählen bitte, will. Ja, erzähl. Okay, pass auf. Ich muss kurz nachgucken, sonst habe ich wieder alles vergessen hier. Okay. Genau, pass auf. Wir haben einfach nur in diesem Mini-Supermarkt, der genau neben unserem Hotel ist, ein paar Flaschen Wasser gekauft. Bestellt. Ein paar Flaschen Wasser. Entschuldigung, bitte, wir hätten gerne zwei Flaschen Wasser. Können Sie uns die bitte zur Kasse bringen? Ja, genau so. Auf jeden Fall. Sehr sympathisch. Wir haben die bezahlt und dann meinte der Kassierer, ich habe jetzt diese 1000 Rupias Wechselgeld nicht. 1000 Rupias klingt jetzt viel, aber das sind im Endeffekt 3 Cent. Mhm. Aber wirklich dadurch, dass drei es, es sind 3 Cent umgerechnet. Crazy. Ungefähr, also 3, irgendwas. Ja. Auf jeden Fall klingt es ja nicht so. 1000 Rupias klingt nach voll viel Geld. Ja. Und Wolfgang so, hä, warte mal, wenn der das Wechselgeld jetzt nicht hat, dann müssten wir ja jetzt mehr bezahlen. Dann hat er jetzt uns einfach Geld gestohlen. Und dann sucht Wolfgang in diesem Laden nach irgendwelchen kleinen Sachen, die vielleicht 1000 Rupias kosten. Nicht dein Ernst. Ja, so ist Wolfgang. Aber weil er, wusste er denn, dass es 3 Cent sind? Nein, das ist nämlich das okay, Ding. Okay, gut. Er hat dann so ein Feuerzeug genommen. Er brauchte kein Feuerzeug. Er wollte halt einfach nur für das Geld, was er nicht wiederkriegt, irgendwas haben. Ne? Er dann so, ja, wie viel kostet das Feuerzeug? Und dann hat er so gesagt, ja, das kostet 6000 Rupias. Und Wolfgang so, what the fuck? So von wegen, was für ein Wucher hier. Und ich so, nicht dein ich so Ernst. Wolfgang, chill, wir brauchen die 1000 Rupias nicht. Und er so, und er dann noch so voll so, hä, wie kann das sein? Als ob so ein Feuerzeug 6000 Rupias kostet. Und ich gehe dann so an mein Handy und frage so, wie viel Euro sind 1000 Rupias? Dann kommt so, 1000 Rupias sind umgerechnet 3 Cent. Ich so, Wolfgang, wir kriegen hier nichts für 3 Cent. Aber als er dann gecheckt hat, dass es 3 Cent sind, war es ihm auch ein bisschen unangenehm, oder? Da war es ihm richtig unangenehm, ja, weil er ja so fast den Typen da angeschrien hat von wegen, oh was? Oh Gott, ist das witzig. Ja, also richtig so, what the fuck? 6000? Das kann ich mir so bei Wolfgang vorstellen. Ja. Geil. Ja, lustig. Ja. Also für Wolfgang nicht so lustig. Für den Typen, der dachte sich wahrscheinlich auch so, okay. Aber, ja, lol. Guck mal, wie viel wir schon erlebt haben in so 3 Tagen, die ist wir voll hier krass, sind, ne? Ja. Verrückt, ey.
In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich richtig viel zu erzählen haben. Na, mal gucken. Ja, mal gucken, wie viel wir Bock haben. Ne? Wir haben ja auch Urlaub. Ja, genau. Müssen wir ja nicht erzählen dann, was wir erlebt haben in unserem Urlaub. Das ist ja dann kein Urlaub mehr, wenn wir erzählt haben, was wir in unserem Urlaub erlebt haben. Manche Dinge, die wir auf Bali erleben, bleiben halt auch auf Bali. Ne? Ja, mal gucken. Okay, Leute. Wir besuchen jetzt zusammen ein Reisfeld und wir hoffen, ihr habt noch einen wundervollen Tag. Wir fahren vor allem mit Rollern zum Reisfeld. Oh Gott, haben wir ja, jetzt schon alleine diese Story könnte... Das könnte interessant werden, weil ich saß sehr lange nicht mehr auf einem Roller. Ich saß noch nie auf einem Roller. Mal gucken, ob eine nächste Folge überhaupt kommt. Noch nie? Ich saß schon auf Motorrädern, auf so ollen Mini. Nee. Ja, okay. Also ja, doch. Ach so, auf so ein Mini-Ding. Nee, auch so große. Kennst du so Simson-Motorräder? Simson? Ich glaube, das ist so ein ostdeutsches Ding. Ich weiß es nicht, aber wenn du auf einem Motorrad schon mal gesessen hast und nicht runtergefallen bist, dann kriegst du auch einen Roller. Ich glaube, so auf einem Roller... Da kann sie nicht viel falsch machen, naja, oder? Naja, mal gucken. Vielleicht wird's lustig. Ich erzähle nächste Woche. Wir fahren jetzt auf jeden Fall eine halbe Stunde mit dem Roller durch die Pampa hier, bis wir am Reisfeld ankommen. Ja, das wird supi. Ja. Okay. Leute, es war mal wieder wunderbar, euch voll zu labern. Hat mir gefallen. Und ich hoffe, die Zikaden waren nicht zu laut. Ah, die waren jetzt gut weg, ne? Ja, ne? Die haben sich irgendwann hatten die keinen Bock mehr auf unser Gelaber. Ich sag's dir. Okay, Leute, wir wünschen euch eine tolle Woche. Tschüss. Bis dann.